Komm, Schuschu, du musst das denken. Ja, tut mir leid. Ach so, ich möchte jetzt, würde das ganz gerne gleich nochmal. Das wird auch ausgesucht. Ach so. Das kommt dann. So, schauen wir, ob wir live sind. Ja. Hi. Hallo. Hallo. 17 Leute, prima. Nosa Kersen stellt seine Frage gleich nochmal, hat Elli gesagt. Okay. Sven Michel. Hi. Maschmi. Maschmi sitzt zu Hause und spielt Eldritch, ne? Mhm. Auf jeden Fall viel Spaß dabei, wenn du das hier noch hörst. Hi Linda. Hallo. So, wir haben ein bisschen später angefangen, wegen, ja, aus offensichtlichen Gründen. Tino. Hallo. Und hallo nach Munster. Tsutsumi, Olli, hi, Saufi, Mogelmattis, hallo, hallo. Ja, wunderbar. Wir spielen tatsächlich, lange aufgeschoben, Gaia Project heute. Elli ist noch am Ausrichten. Ja, was man auch machen kann. Benjamin Dirks und Dr. Atbas. Hallo, ihr zwei. Ja, das ja am besten gleich hinkriegen. Die Meterarbeit. Bitte. Ja. Alles gut? Ja, das muss gleich nochmal alles ein bisschen nach oben. Alles klar. So. Das Universum, das haben wir zufällig jetzt einfach hier hingeballert. Allerdings natürlich schon aus den Plättchen 1 bis 7. Wir bauen es einfach mal ein bisschen auf und dann wählen wir uns die Völker aus. Und nebenbei, haut rein im Chat. Lilliput, 18 Lilliput, noch nicht. Läuft doch noch, ne? Also ich habe noch keine Mail gekriegt, dass die 48 Stunden anbricht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das unterstützen möchte. Ich hoffe, dass mein PC das mitmacht. Also ihr könnt jetzt auf 60p streamen. Hoffen wir es. Hut ab. Nimmst du trotzdem rot? Oder gibt es noch irgendwas, was dir noch in... Nee. Ich werde mal weiß machen. Den brauchen wir dazu. Die machen wir gleich. Ich bin gerade selber überrascht. Dass es geht. Jörn, hi. Läuft noch 9 Tage, ne? Ja, aber ich bin mir eigentlich sicher. Elli will es auch haben, ist ein Eisenbahnspiel. Ne? Ja, ich frage mich nur, ob bei 60... Elli ist gar nicht da. Ja, bei 6K, ob das reicht. Ich hoffe, es ruckelt nicht. Was reicht? 6K. Die Leitung. Ach so. Ist also auch so Spätbäcker wie ich. Ja, das sind wir tatsächlich. Also, dass wir von Anfang an drin sind, wir haben es ganz oft auf dem Schirm und setzen es dann auf Erinnern, machen es ganz am Schluss meistens. Also, ich habe noch nie ein Early Bird hingekriegt oder so. Schaffe ich nicht. Und ab und zu habe ich es dadurch aber auch vergessen, einfach was zu backen. Aber letztendlich hat es mich noch nie so fertig gemacht, was zu vergessen. Von daher ist das auch okay. Ich weiß nämlich nicht, weil die Kamera hier nämlich nur 50p. Sven, hi. 50p macht. Ich habe ein bisschen Angst.
Wie ist denn das Bild bei dir? Bei mir ist es gut. Dein PC qualmt so ein bisschen. Sonst ist alles in Ordnung. Nein, alles schön, Schatz. Nein. Du musst das umstellen gleich, wenn was ist. Dann wollen wir hoffen, dass alles läuft, ne? Seht ihr denn da einen Unterschied? Sophie hat einen schwarzen Balken unterm Bild. Ja, den mussten wir machen, weil wir mussten das Bild ein kleines bisschen verkleinern, weil sonst wäre das hier im Chat gelandet, in dem Teil, wo der, an der Seite, wo der Chat ist, und dann hätte ich es gelesen. Deswegen mussten wir das ganze Bild ein kleines bisschen verkleinern. Ist nun mal eine große Auslage. Also der Tisch ist 1,60 Meter und wir haben vielleicht gerade mal noch 30, das sind vielleicht noch mal 15. Ja, also 45 cm links und rechts insgesamt noch mal Platz, dass das war's. Sagte die gerade Tochter, hat gerade Gute Nacht gesagt. Achso, es ging doch jetzt nur um Technik und dann hatte ich mich unterhalten hier wegen Spätbecken. Also wir sind auch Spätbäcker. Also oder Vergesser. Oder Vergesser, aber in der Regel becken wir, wenn wir es nicht vergessen, auf dem letzten Drücker. Also 60p ist bei so einem Let's Play nicht gerade bemerkbar, sagt Dr. Atmos. Das kommt eher zur Geltung, wenn ihr jetzt Großaufnahmen von euch macht. Das tun wir nicht. Ups. Ich leg die da hin, du musst es gleich gerade rücken, bitte. Ich muss auch mal aufpassen, sonst hänge ich mit dem Arm in der Kamera. Oder willst du das allgemein so, ist das so hinlegen? Das ist mir eigentlich Wurst. Ist da vielleicht besser dran. So. Ja, das musst du regeln, da komme ich nicht ran. Ja, das ist ja eine Verschiebung. Ja, ich finde, dass Teile dieses Spiels zu groß geworden sind. Also auch dieses Ding hier. Das hätte man irgendwie eleganter lösen können. Sandra und Heide, hallo. Hallo. Hi. Das ist bei Dice Hospital und Tribes. Ja, das waren zwei Spiele, habe ich lange überlegt. Die habe ich dann aber, die habe ich vorsätzlich vergessen. Also die wollte ich nicht backen dann, ja. Also wo mehr Bewegung drin ist, sagt der Achter. Doch eher ruhig da auf dem Tisch. Ja, klar, das ist eher so ein statisches Ding. Spieletreppenverteiler. Hallo. Hallo. Achso, die können wir nochmal drin lassen. Vielleicht brauchen wir die hier gar nicht. Den gibt es da hinten. Also wie gesagt, Technik Stage kann ich nichts tun. In der zweiten. So komme ich dann nirgends ran. Also das musst du komplett bedienen. Habe ich keine Chance. Ja, müssen wir gucken. Ich habe ja auch noch mein Tablet. Ja, dann musst du drehen wieder. Machen so wie vorher. Ist dann lieber so. Dann, aber das geht gar nicht. Ja, muss ja trotzdem die Seite bedienen. Das ist ja... Nee, wenn es... Ja, weiß ich auch nicht. Also so komme ich nur bis hier. Ja, du kannst aber, glaube ich, auch ein kleines Stück hier rüber rutschen, wenn du möchtest. Das muss ich gleich mal gucken, wenn ich das möchte. Das Kabel kannst du ja, glaube ich, erstmal zur Seite nehmen.
Ja, du. Hi. Hallo. Uns kommt sobald die Kurze schläft noch in between auf den Tisch. Heute schon zum ersten Mal Tage und mein Traum ausgespielt. Ja, ich hab's gesehen. Du hast da eine Anfrage gemacht bei Facebook, ne? Ob mit oder ohne Erweiterung. Wir haben die Erweiterung auch noch gar nicht gespielt bisher. Schuschu macht das Technik-Tableau. Ja, da ist sie auch wahrscheinlich sehr, sehr versiert dabei. Zumindest gibt's dann noch mehr Varianz. So, ich bräuchte noch mal weiße Schälchen. Ja. So, das war Spielzeit plus 3 oder 2? Wie viele? Auf jeden Fall hierfür. In between muss ich auch noch spielen. Ich habe das leider nur auf Englisch. Ja, aber das wird nicht sein. Das soll so ein Katze-Maus-Spiel sein. Das soll nicht so gut sein? Mhm. Also ich habe es angefangen, ja, in Essen. Und dann war ich zu fertig irgendwie. Das war nachts um 3 irgendwo im Hotel. Ja, ich habe aber eingeschlafen am Tisch. Also, na, Jakira, hallo. Hallo. Freitag im Spielabend in der Bücherei. Es war 10-jähriges Jubiläum und 3 Spielautoren waren dabei. Und ca. 50 Besucher. Das klingt ja super. 50 Leute auf dem Spielabend ist schon gewaltig. Sondern und Heide sagen, es ist klasse, 2 Spieler spielen in between. Sven 7 sagt das auch. Oh. Aber wenn ihr das sagt, dann gucke ich mir das gerne mal an. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Englisch Text dabei ist. Ich bin mir sicher, dass es Chris und Ellie auch gefallen dürfte. Ein Schälchen bräuchte ich noch. So, die müsstest du jetzt verteilen. Die kommen da in die oberste Reihe hier rein. Cool, da freue ich mich schon. Tagi ist auch immer wieder gut. Tagi ist ein tolles Spiel. Aber ich brauche gleich noch ein Schildchen. Danke. Ja, flott. Jeweils 2 oder nur jeweils einen davon? Einen davon, ne? Ja. So, das kam weg. Das weg hier. Passen die hier rein alle? Ja. Ja. Dennis Luki, hallo. Hallo. Schwarz, dann kann das auch weg. Können wir ja auch ein Schildchen lassen, kann man sich ja dann rausnehmen, ne? Das kannst du machen, wie du möchtest. Also, ich glaube, von jeder 2 oder so, oder verschieden. Oder glaube ich auch 3. So. Die müssen wir nochmal irgendwo offen hinlegen, damit jeder die sehen kann. Escape Plan, ne, Escape Plan haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ich habe mich noch gar nicht so mega damit auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob Nijek da ist. Der könnte da bestimmt eine Menge zu sagen zu Escape Plan. Das ist ja, glaube ich, eher. Was hat er damals gesagt? Also auch Nijek irgendwie ein Gateway Game, so wie sich Vita Lacerda ein Gateway Game vorstellt. Also
es ist eben wohl nicht Galarist oder Lisboa oder so, oder die Canban, aber schon auch interessant. Sieht toll aus auf jeden Fall, was ich so bisher gesehen habe. Und morgen startet das, ne? Aber ich kann da echt noch nicht viel zu sagen. Koop? Ist das nicht Koop sogar? Aber... Sandra und Heidi sagen, sie finden das Artwork der Karten echt gut gelungen bei In-Between. Sie können uns Karten stundenlang ansehen. Sie sind wunderschön. Das stimmt. Das stimmt. Heute wieder über Chimera Station gestoßen. Was ist euer abschließendes Fazit, rückblicken? Super. Das ist ein tolles Spiel. Aber es hat schon definitiv einen Trash-Faktor durch die nicht die Ereigniskarten, aber durch diese Booster-Karten, ne? Aber nicht Trash-Faktor. Nee. Ja. Na doch. Also die sind schon, muss man schon ein bisschen erleben, dass das ganz schön aus den Angeln gehen kann dadurch. Ja, aber dann nennt man das dann nicht unbalanced? Ja, aber das hat einen trashigen Faktor dadurch. Mhm. Finde ich. Ich finde das eher unbalanced. Hat ausgedrückt, ist es so, ja, definitiv ist es. Weil Trash ist für mich was Positives. Die Karten sind total anders. Ja, weil Trash ist für mich was Positives. Ach so, okay. Die Karten sind, man muss damit wirklich leben. Also, ich kann das bei dem Spiel, die nervt das bei dem Spiel. Das muss man, glaube ich, klar zu sagen, ne? Ja, weil manchmal, wenn es gut läuft, hat der andere so eine Kombo, da kommst du nicht gegen an. Die können Game-Breaking sein. Und da muss man wirklich gucken. Also, die Karten sind nicht ohne bei dem Spiel, definitiv. Sonst ist es ein tolles Spiel mit einer Menge tollen Ideen. Tage hat es auch super gefallen, aber auch mein Traumhaus war überraschend unterhaltsam. Okay, wir haben nie gespielt, mein Traumhaus. Okay, das hat uns ein bisschen weniger angesprochen, muss ich sagen. Ne? Das war nicht so unsers, aber gut, klar, vielleicht muss man einfach mal spielen. Chimera Station finde ich persönlich super und würde es jedem, der Worker Placement mag, empfehlen, sagt Jörn H. Definitiv, das sehe ich auch so. Mich stört es auch, also mich stören die Karten im Spiel nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben es gibt so ein, zwei, die sind wirklich doof. Die kann man aber auch rauslassen. Letztendlich, also es gibt gerade im Zwei-Spieler-Spiel gibt es eine Karte, damit setzt du die Spezialfähigkeit deines Gegenspielers, wenn der die Roten spielen sollte, komplett auf Eis. Und das ist halt Mist. Ne? Sowas ist Mist. Aber wenn man da so ein bisschen guckt, geht das. Und sonst ist es ein wirklich super Spiel. Dann werde ich mir das morgen mal genauer anschauen. Wenn es Gateway sein sollte, ist es weniger was für mich. Ja, aber er hat dazu gesagt, irgendwie sowas wie, also so wie sich wie Talacerda halt ein Gateway vorstellt. Und das ist unter Umständen nochmal ein drauf, ne? So auf Gateway. Und Mars von Talacerda finde ich interessanter. Definitiv. Da führt, glaube ich, gar kein Weg dran vorbei. Escape Plan schaue ich mir auch mal genauer an. Ja. Du leuchtest immer noch das Bild aus? Leuchten? Muss man gucken, hier, ob alles läuft. Ja, oder? Ich gucke. Chimera hat für mich dasselbe Problem wie Santa Maria. Die Spiele sind mir einfach zu hässlich, sagt Sven 7. Ah, nein. Also ich finde Chimera schön, muss ich sagen. Dieses Comic-Artwork gefällt mir an dem Spiel. Diese Plastik-UI-Figuren, okay, das muss man wissen. Aber Chimera finde ich gar nicht schlimm. Irgendwie so, muss ich sagen. Ich finde eher dieses hier zum Beispiel jetzt grafisch. Nicht ganz so. Also die Völker zum Beispiel, die finde ich irgendwie eher meh. Also so, wenn er halt so richtig drunter. Ja, mit so ein, zwei Ausnahmen, also die sind so, ich weiß es nicht. Also das hat mir nicht so. Ne? Das finde ich geht schöner. So, aber jetzt müssen wir mal anfangen, Schatz. Ich höre dir zu. Nee, du musst jetzt mitgucken, sonst kannst du gleich die Völker nicht auswählen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich möchte gerne... Nee, nicht ich möchte gerne. Wir müssen erst mal gucken, wie jetzt hier die Endbedingungen sind. Danach geht's ja. Ich dachte, du suchst die Endbedingungen du guckst und danach suchst du deinen Volk aus. Das ist ja doof. Kannst du auch auf Glück spielen. Mir ist das völlig wurscht. Ich möchte auf Glück spielen. Nimmst du irgendwas? Ist doch... Furzegal, sagst du. Ja, ich nehme jetzt blind. Aber dann nicht aufregen, wenn es nicht klappt. Ja, aber warum soll ich denn... Verstehe ich jetzt nicht. Naja, weil es Völker gibt, die sind eher für bestimmte Sachen wie Konstellationen und Planetenkonstellationen geeignet, als das, was du jetzt vielleicht gezogen hast.
Ja, dann möchte ich gerne die gelben haben. Hab ich doch. Hast du ja. Sehe ich jetzt hier gerade so. Finde ich schön. Und die, guck mal, ah, die gelben sind bombastisch. Guck mal, gelb. Ach nee, die gelb. Du hast dir das Spiel gewünscht. Ja, warte mal, gelb. Gelb bezahle ich gar nichts. Das ist ein Heimatplanet. Siehst du, guck mal, gelb bezahle ich gar nichts. Drei, dann habe ich hier einen braun, dafür bezahle ich nur einen. Mhm. Den bezahle ich nur einen Zweier. Hier ist auch noch, ich nehme die gelben. Okay. Du hast dir Spiele gewünscht, das zu spielen. Ich gucke tatsächlich noch ein bisschen drauf, ja, aber... Hi Robert. Hallo. Was wird heute gespielt, fragt Marco. Und wie hoch wird Ellie gewinnen? Und Sophie sagt, haushoch wie immer. Mal gucken. Ein Schwarm, auf den habe ich keinen Bock. Ja, dann bist du... Mach du erstmal da und dann müssen wir mal eben kurz. Also, Startressource ist klar, ist ein grüner. Was die Fähigkeiten von den beiden. Da hätte sie auch vorhin gucken können, alles. Du hast keinen Nerv jetzt drauf, ne? Also, danach aussuchen und. Ja, hab ich doch. Ich hätte die gelben genommen. Ja, ist ja gut. Die hatte ich auch schon mal. Also ich habe jetzt hier schon ganz ausgezoomt. Ich nehme die Geoden. Können die denn? Das hier unten sind auch nur, wie getauscht wird mit denen. Das ist aber auf allen Tableaus gleich. Das ist jetzt nur, wie gesagt, Tauschwert und... Sie sind bei uns zu klein, um die Turmteile passen. Ah, das geht ums, wenn mich jetzt Queenstale frage, alles klar. Da kann ich nicht mitreden. Wenn du das findest. Deutschland gegen Mexiko hat heute schon ein Favorit gepatzt. Das könnte die große Chance für Chris sein. Ja, aber es war hoch verdient. Ich spiele die Geodäne. Das können wir jetzt mal aufbauen. Nee, was? Können wir nicht. Deine Fähigkeit musst du wissen, oder wie? Von beiden. Du fängst auf jeden Fall hier schon an. So, das ist da. Das ist machen die. Und was machen die? Die dürfen irgendwo hinreisen, hinspringen. Pff, die Glen. Die hat er schon mit. Und dann hat er da ein Ausrufezeichen. Fähigkeit. Können anfänglich keine QICs erhalten. Für alle QICs, die sie erhalten, also die grünen Dinger, die sie erhalten, die habe ich gar nicht ausgepackt, bekommen sie stattdessen ein Erz. Mhm. Dieser Nachteil wird mit dem Bau ihrer rechten Akademie aufgehoben. Dann kannst du auch QICs erhalten. Mhm. Die Glen zählen während des gesamten Spiels für das Bewohnbarmachen eines Gaia-Planeten. Ein Erz. Ein Erz anstelle von einem QIC. Immer wenn sie einen Gaia-Planeten kolonisieren, erhalten sie zwei zusätzliche Siegpunkte. Das ist ziemlich gut für das hier. Mhm. Aber ich krieg keine. Anstatt grün bekomme ich immer ein Erz. Immer wenn du grün kriegen würdest, würdest du ein Erz kriegen. Und Regierungssitz ist da. Die Fähigkeit, nehmen Sie sich den abgebildeten Allianzmarker und erhalten sofort die darauf abgebildeten Ressourcen. Dieser Vorgang ist gleichzusetzen mit einer Allianzgründung, inklusive aller vorausstehenden Vorteile. Also bekomme ich jede Runde dafür immer. Mal hier. Ja. Okay, und das ist aber auch nicht so prall hier. Nee. So eine Anfänger. Glaube ich, nee, die will ich nicht. Was können die? Der grüne, das ist ein gelber.
Dafür müsste Ellie dann aber unmotiviert und arrogant sein. Stimmt. Stimmt. Aber das ist Ellie Gott sei Dank alles nicht. Ich probiere das mal. Ich habe keine Ahnung. Ein wenig besser, ja. Und schauen wir mal. Schauen wir mal. Moment, ich muss ja mal. Ja, ich habe mir gerade überlegt. Das ist alles falsch. Ja. Wie gesagt, ich bin auch echt nicht gut, was Terra von Mars. Ich spiele Mad Androids, die Halle noch nicht. So, pack ich mal eben aus hier. Ach, nicht Terra von Mars überhaupt. Was angeht. Ja, dafür habe ich die Spiele einfach zu wenig gespielt. Auch das andere, das Fantasy. Terra Mystica. Ja, Terra Mystica kam zu einer Zeit, dass du nicht so mitgespielt hast. Und daher ist meine Lernkurve wirklich auf Nullpunkt hier. Ja, bei mir ist es auch lange her, weil ich hatte ja auch an Terra Mystica irgendwann auch so ein bisschen die Lust verloren. Ja, Spatzel. Aber das hast du ja auch schon öfters gespielt. Ja. Ne, und das finde ich immer schade bei Spielen. Wenn man dann eine neue Gruppe hat oder mit neuen Spielern spielen möchte, dass man die dann, ich sag jetzt mal böse gemeint, abziehen kann. Ja, du musst halt, ja, solche Spiele machen am meisten Spaß, wenn du wirklich auf Augenhöhe bist. Ja. Das ist so. Ne, da kann ich von gestern das Spiel empfehlen. Herwegen, genau. Das war großartig. Da hat jeder die gleiche Siegbedingung, da hat jeder die gleichen Endbedingungen. Mhm. Und man muss das Beste eben halt draus machen. Und das gilt für jeden Spieler. Ne? Auch die jetzt da neu anfangen. Das ist alles so gut gemacht und. Aber wie gesagt, ich versuche mein Bestes hier. Ich kann aber nichts versprechen. Wegen eurer Meinung zu Rage in Newfoundland habe ich mir jetzt mal Helios bestellt, bevor es nicht mehr zu haben ist. Mal sehen, was es taugt. Okay, ich weiß aber nicht, wie weit das zusammenhängt. Also, ob das genauso dann uns gefallen würde oder so, das kann ich natürlich nicht sagen. Zu Rage in Newfoundland habe ich heute einen interessanten Kommentar hatten wir gehabt bei zu Tisch. Wie viel hast du noch über von denen? Einen. Habt ihr da unten vielleicht zum Markieren dran? Der kommt hier mit hin. Hier kommt einer. Weil hier ist vom selben Auto ist. Ja, naja, das ist aber wie gesagt, das ist.
Ich habe Helios nie gespielt, nie. Ich weiß nur am Rande, worum es geht. So. Du hast jetzt die schwarzen. Was denn? Nur die schwarzen. Ja, das sind meine Heimatplaneten hier. Was war das, wenn ich da drauf komme? Wie, wenn du wo drauf kommst? Die Glen. Oder ist das, sind das da oben keine Planeten? Nee. Ja, gleich nochmal. Glenn. So. Rundenübersichten gab es auch noch, ne? Da wollen wir mal eine Schale für. Schön. So, wir siedeln hier im All, müssen Planeten terraformieren, um da siedeln zu können. Haben unterschiedliche Rassen, unterschiedliche Völker. Ich habe die Mad Androids und Ellie hat die Glen. Ellies Heimatplaneten sind gelb, meine Heimatplaneten sind die schwarzen hier. Und alle anderen müssen wir uns terraformieren. Das sind unter anderem ist das eine der möglichen Aktionen, die wir machen. Wenn wir dran sind, haben wir die Auswahl aus 8 verschiedenen Aktionen. Und zwar, die erste Aktion ist, wenn wir dran sind, eine Mine platzieren. Also bauen gleich nochmal weiter auf. So die Anfangsaufstellung, eine Mine platzieren auf dem Planeten. Da könnte ich natürlich sofort eine hinbauen. Das ist dann so Anfangsaufstellung zum Beispiel oder auch später, wenn ich da in der Nähe bin. Ich kann, wenn ich das Ganze auf anderen Planeten platziere, muss ich erstmal terraformieren. Dann habe ich hier eine Tabelle. Schwarz ist für einen Terraformierungspunkt, das sieht man gleich bei Ellie besser, aber andere Farben halt. Kann ich braun auf schwarz terraformieren und ich kann dann meine Mine dahinstellen. Da müsste ich einen Terraformierungsschritt bezahlen. Der ist entsprechend hier dieser Tech-Leiste. Und zwar kostet der mich 3 Erz. Ich habe am Anfang 5, 4 Erz. Dann wäre es das auch schon gewesen. So, noch dazu kommt, dass diese Planeten natürlich auch nicht alle nebeneinander liegen und man dementsprechend auch Entfernungen nebeneinander haben, also eine Reichweite überbrücken muss. Und das ist hier, das überbrückt man hier zum Beispiel mit Navigation. Ich habe am Anfang eine Navigation von 1. Das heißt, ich kann nur Planeten direkt terraformieren, die direkt angrenzend sind an mich. Also wenn Ellie jetzt hier wäre, könnte Ellie den, den und den terraformieren. Das zum Beispiel. Ich kann terraformieren auch erhöhen, indem ich hier auf der Tech-Leiste einfach aufsteige. Was gibt es noch für? Das ist das Terraformieren. Ne? Und ich kann das terraformieren, indem ich auf dieser Technikleiste aufsteige, für mich günstiger machen, sodass es am Ende hier, wenn ich bis hier gekommen bin, nur noch 1 kosten würde. Dann gibt es eine Gaia-Phase, mehr oder weniger. Das heißt, da muss ich jetzt tatsächlich nochmal dieses mit den Gaia-Dingern, genau. Das sind diese hier, die bekomme ich aber erst, wenn ich in diesem Strang, im lila Strang, mindestens auf 1 bin, dann bekomme ich hier einen von diesen Gaia-Koptern. Und diese, Ga oder Gyrokopter, nee, Gaia-Kopter, Gyrokopter war woanders, kosten mich dann wiederum 6. Von diesen Machtsteinen, die hier drin sind, das kennt man aus Terra Mystica, wenn man Terra Mystica gespielt hat. Da muss ich gleich nochmal separat was zu sagen. Das wären 6. 6 habe ich auch am Anfang nur. Die würde ich, ja, die würde ich alle reinschieben hier in dieses grüne Feld. Und da wären sie erstmal bis Rundenende mindestens. Dann könnte ich so einen Gaia-Copter auf einen. Wo sind sie denn? Wie heißen sie denn? Transdim-Planeten, das sind die lilanen. So, die Transdim-Planeten legen. Das dauert eine Runde, den zu terraformieren. Dauert es ein bisschen länger. Und dann nächste Runde könnte ich daraus dann einen Gaia-Planeten machen. Das sind die Grünen. Ne? Im Grunde ist dasselbe wie die. Die besiedle ich nur anders, nämlich mit diesen Ressourcen. Wenn ich davon eine Ressource habe und habe das Ganze in Reichweite, gebe ich so eine grüne Ressource ab und kann dann wiederum darauf meine Mine errichten. Nächste Aktion ist,
Gebäude-Upgrade, denn die Minen sind das Einzige, was ich von vornherein errichten kann, für Kosten von 2 Gold und 1 Erz. Und ich kann von Mine upgraden auf Handelszentrum, von Handelszentrum kann ich upgraden auf, ja, Ellie kann upgraden auf Regierungssitz, ich kann nur upgraden auf Akademie oder Forschungslabor. Das ist bei mir vertauscht. Ich habe hier den Regierungssitz. So. Und die Kosten sind immer entsprechend 6 für so eine, ist bei dir wahrscheinlich, na, du wirst was anderes, doch auch 6 und 6,4 zahlst du für Regierungssitz und Akademie und für 5 und 5,3 für Forschungsstationen. Bei mir ist es 3/6 und 2 für Handelszentrum. Das bedeutet, wenn ich das Handelszentrum irgendwo ins All boller, wo ich da vielleicht hinkomme, von meiner Entfernung her oder meiner Reichweite, aber du bist nicht in der Nähe, dann zahle ich 6. Wenn du in der Nähe bist, und zwar in der Nähe bedeutet immer entfernt im Radius 2 Felder, dann zählt das als benachbart oder nahe anliegend, und ich würde das Ganze für 3 Credits bauen können. Alles, was ich baue, schaltet mir neue Einkünfte frei. Alles, was eine Hand drunter hat, ist eine Einkunft in der nächsten Runde. Und dementsprechend ist es gut, einfach zu bauen. Wenn ich angrenzend baue, angenommen, ich habe hier meinen Herrschaftssitz, der ist 3 wert, und Ellie baut hier eine Mine. Dann ist, nicht angrenzend, aber dann ist im Nahbereich von diesen 2 Feldern ein Gebäude von mir. Dann kann ich mir überlegen, das ist ein Machtgebäude von 3, 10 Siegpunkte übrigens, das ist ein Machtgebäude von 3, dann könnte ich ausgeben bei 3 2 Siegpunkte und würde dafür 3 Machtsteine, 3 Machtdrehungen bekommen. Ne, das ist erstmal wichtig zu wissen, Machtdrehung erzähle ich aber gleich nochmal. Dann kann ich Machtaktionen machen, was war denn 4? 4 ist, eine Stadt gründen, also Stadt gründen, Union, oder wie heißt das hier? Dieses hier auf jeden Fall. Ein Zusammenschluss von meinen Gebäuden, die mindestens, ich kann gerade gar nichts sehen, weil die Sonne hier völlig... Nee, da musst du runter machen. Kannst du dann das eure Topcam, irgendwie sehr kleine Auflösung fehlt, die Tableaus sind kaum zu erkennen. Nee, das liegt daran, dass ich das Bild ein bisschen kleiner machen musste, weil ihr sonst nichts mehr seht. Das Ding ist wirklich so ausladend. Ja, auch unnötig ausladend, muss man sagen. Dieses hier ist völlig, das dürfte ruhig halb so groß sein. Deswegen muss ich das Bild ein bisschen verkleinern und deswegen ist das alles ein bisschen kleiner. Eigentlich müsste man das auf 2 Kameras irgendwie aufteilen. Der Reverend. Hallo. Fand ich sehr schön den Kommentar, den du geschrieben hattest. Ich habe nur noch nicht geantwortet. Mit diesen überladenen Grafiken und doch entspannt ruhigen Spielen. Ich musste auch mal so. Ich denke auch mal so an Warfrog und sowas. Ich sehe das da gerade. Und ein Spiel kann einfach gut scheinen, wenn es einfach auch. Bei dir sieht man das Tableau nicht. Deswegen, genau. Jetzt? Sollte man, glaube ich, besser sehen. Okay. So, ein Zusammenschluss muss 7 Machtpunkte groß sein. Das heißt, die müssen alle in diesem Bereich sein, dass ich da eine Entfernung zu habe. Beziehungsweise, nein, sie müssen 2 Felder auseinander sein. Und das überbrücke ich mit Satelliten, während ich diese Stadt drücke. Quatsch, pass auf, nochmal von vorne. Ich baue das mal auf. 1, 2, 3. Angenommen, ich hätte das jetzt so. Dann habe ich durch die Reichweite das Ganze hier ja bauen können. Aber das reicht nicht, um das als Stadt zusammenzufassen. Das sind 2, 4, 7 Machtpunkte. Wenn ich aber jetzt hier 2 Satelliten platzieren würde, 2 Satelliten platziere ich, indem ich dafür Machtsteine ausgebe. Muss ich dann wirklich ausgeben, die nehme ich raus hier aus den Schalen, dann habe ich 2 Satelliten, dann ist das Ganze zusammengefasst zu einer Gemeinschaft. Und dann würde ich, dann hätte ich eine Stadt gegründet, würde mir einen Stadtgründungsmarker nehmen, der liegt, weiß ich nicht, wo LED hat, da liegen sie. Und wichtig ist, nur 2, der hier, wo der auch? Nee, der den kriege ich ja gleich. Ja, aber der? Was damit? Nee, der hier. Den kriege ich. Das ist egal. Ja. Ja, der hier. Ja. Der ist nicht grün, sondern grau im Hintergrund. Genau, kommt sofort 12 Siegpunkte und also der bleibt auch grau. Beidseitig grau. Die anderen sind auf der anderen Seite grün, grau. Grau. Und das, auch das erzähle ich gleich.
Man freut sich, dass er da nicht ganz allein ist. Nee, ich sehe das auch so. Ich finde zum Beispiel Lisboa einen wunderschönen Spielplan. Aber bis man sich darauf zurechtgefunden hat, da ist sowas erfrischend zurückgefahrenes, minimalistisches schon ganz cool, finde ich. Ich mag das wohl. Irgendwie hängt die heute sehr oft. Generelles Problem nur bei mir, so leid die Qualität dann aber doch arg beim Verkleinern. Ich glaube, hier hängt nichts, alles flüssig. 1080p 60 ist schon für manche Rechner ein wenig zu viel. Oder auch Leitung. Das kann natürlich sein. Das war die Stadtgründung. Fünfte Aktion, die ich habe. Ich kann Wissenspunkte ausgeben. Da habe ich am Anfang. Ich habe einen. Ich weiß nicht, wie viel du hast. Vier. Hier Drei. drei. Ich habe nur einen. Aber macht nichts. Und gebe einfach vier Wissenspunkte aus und kann hier auf einem Level hochsteigen. Und kriege dann, wenn es entweder ein Einkommen oder wenn es so ein Sternchen hat, zum Bling, so ein Sofort-Dingen. Das ist erstmal alles zum Wissen. Das ist der Technik-Tree. Das sind die Tempel von Terra Mystica. Ein bisschen umfangreicher und bisschen, ja, ein bisschen thematischer sind sie auch, haben ein bisschen mehr Sinn jetzt auf jeden Fall. Das finde ich auch. So, bei sechs, also sechste Aktionsmöglichkeit sind diese Felder hier. Die kann ich 7, 5, 4, 4, 4, 3, 3 Mattsteine ausnutzen. Wissen bekommen, das sind Terraform-Einheiten, Erz bekommen, Geld bekommen, nochmal Wissen bekommen, ist ein bisschen weniger, eine Terraform-Einheit bekommen und plus zwei Machtsteine bekommen in Schale 1. Das sieht man, wenn dann direkt hier reingelegt. Ja, denn diese Machtsteine, da kommen wir gleich auch nochmal zu, wie die sich drehen und was die denn machen, die muss man ausgeben bzw. drehen, um diese Aktion hier für sich zu nutzen. Und jede Aktion kann man nur einmal machen pro Runde, die wird danach abgedeckt und der andere kann sie nicht mehr machen. Das ist ja auch wie bei Terra Mystica. Hier haben wir die QIC-Aktion, das sind drei Aktionen. Hier muss ich vier abgeben, da drei, da zwei von diesen grünen Steinen eben und können dann diese Aktionen hier machen. Hier würde ich drei Siegpunkte sofort bekommen, plus einen Siegpunkt für jede Sorte Planet, die ich kolonisiert habe. Hier kann ich ein Stadtplättchen für mich nochmal werten. Und hier kann ich Technologieplättchen, was war das noch? Die erste Aktion. Drei. Technologieplättchen halten. Wenn diese Aktion nutzt, erhaltet ihr sofort und einmalig ein Technologieplättchen eurer Wahl. Kann ich mir was von diesen Plättchen nehmen? Das sind nämlich lose Plättchen, die ich mir hier zu meinem Tableau legen kann. Die bringen mir Einkommen, sofort Ausschüttung oder Fähigkeiten. Obwohl, nee, eher Einkommen und sofort Ausschüttung. So. Noch was? Sieben. Das sind diese roten. Das sind Spezialfähigkeiten, die Rassen haben oder die man eventuell durch Bonuskarten kriegt. Auch die kann man einmal pro Runde machen, legt dann den Marker hin und sieht dann dran, dass man sie ausgeführt hat. Ich kann einmal pro Runde den niedrigsten Marker auf meiner Tech-Leiste um ein Level hochschieben. So, dann, wenn man passt, das ist Phase Nummer 8, wenn man passt, legt man seinen runden Bonusplättchen, sucht man sich am Anfang des Spiels eins aus und das kursiert dann halt immer wieder ablegen, neues nehmen. Legt man hin und bekommt das nächste Rundenbonusplättchen. Früher hat man Geld draufgelegt auf diese Stränge, das gibt es nicht mehr. Die bringen halt immer ein Einkommen und gegebenenfalls auch noch eine Punkteausschüttung, hier nochmal eine Fähigkeit, plus drei Entfernung und so ist natürlich schon nicht schlecht. Jo, was haben wir noch? Das sind die Fähigkeiten, die Machtpunkte drehen. So, hier steht drin, wo die Machtpunkte starten. Ich habe vier in Schale 2 und zwei in Schale 1. So, jetzt haben wir gesagt, wenn ich diesen Gaia-Former in Gang bringe, um da so Gaia-Planeten zu bauen, dann gehen die alle, beziehungsweise sechs, je nachdem wie hoch ich auf dem Tech-Level bin, irgendwann kostet es nur noch drei, in die grüne Schale. Wenn sie allerdings nicht gerade in der grünen Schale sind, dann drehen sie sich immer dann, wenn ich Drehungen bekomme. Also zum Beispiel bei diesem Angrenzenden, was ich da vorhin erzählt habe. Drei Machtpunkte für Siegpunkte. Dann könnte ich dreimal drehen, also ich könnte dreimal drehen, indem ich zum Beispiel eins, zwei. Das sind zwei Drehungen, weil ich habe noch zwei in Schale 1. Dann würde ich zwei in Schale 2 drehen. Und die dritte Drehung nehme ich, um eine in Schale 3 zu drehen. So, ich darf nur von 2 in 3 drehen, wenn 1 leer ist. Und ich kann dann, wenn in 3 genug sind, um so eine Aktion zum Beispiel auszuführen, diese von 3 wieder zurück in 1 drehen. Also zum Beispiel müsste ich also 7 Stück in 3 haben, um diese drei Wissen hier zu bekommen. Ja, das ist mit 6 schon mal gar nicht möglich. Also da muss man auf jeden Fall was dazu bekommen. Per Einkommen.
Ja. Ich glaube, soweit habe ich alles. Ne? Es gibt in jeder Runde Punkte nach bestimmten Kriterien. In der ersten Runde ist es immer, wenn man ein Handelszentrum baut, kriegt man 3 Siegpunkte. Handelszentrum sind gleich die hier, die zweiten. Und was haben wir noch? Endpunktbedingungen gibt es hier noch. Und zwar, wer die meisten Gaia-Planeten transformiert hat, der kriegt 18 Punkte, 12 der zweite. Es kommt gleich aber noch ein Dummy-Spieler mit rein, auf dieser Leiste allerdings nur. Und ich glaube, das sind die meisten Unionen oder so, ne? Die meisten Unionen, die man mit hat. Oder die stärksten, da muss ich mal kurz gucken. Allianzen heißen sie auch, ja. Müssen doch aber auch gelistet sein, oder? Und ein Wertungsplättchen. Und ein Booster. Sie. Da sind sie doch. Die meisten gebauten Gebäude, nicht die meisten gebauten Gebäude in Allianzen. Wer die meisten gebauten Gebäude in Allianzen hat. So, jetzt wird noch geguckt. Jetzt kommt noch eine Dummy-Farbe mit rein. Dann nehmen wir mal. Und hier unten steht eine Zahl, das heißt, der steht auf 10, das ist natürlich schon heavy, und 4 Gaia-Planeten. So, und der kriegt jetzt, also der würde auch Punkte einsacken, beziehungsweise uns einfach Punkte wegnehmen, wenn wir den nicht irgendwie toppen an der Stelle. So, das hier sind Ressourcenregler. Ich habe also am Anfang 4 Erz, ein Wissen und 15 Credits. Ellie hat 15 Credits, 3 Wissen und auch 4 Erz. So. Jetzt Startspieler festlegen. Und dann. Wie war das nochmal mit dem Wissen? Für Wissenspunkte, was haben wir damit nochmal gemacht? Achso, da ging man hier hoch, Da geht man da Leisten hoch. Ach so, genau. Da hat man halt noch was ausgelassen. Und zwar, wenn ich dieses hier baue. Und die Akademie baue. Dann kann ich mir eine Technologie nehmen. Eine, die ich noch nicht hatte. Und gleichzeitig aufsteigen. Und zwar, wenn ich diese von diesen 6 hier eine nehme, die hier liegen, muss ich direkt in dem Strang, wo sie zugeordnet ist, hoch. Wenn ich eine von den 3 da nehme, dann kann ich mir aussuchen, in welchem Strang ich hochgehe. Wenn ich hier diese Ausbautechnologie haben möchte, die deckt automatisch eine Technologie, die ich schon habe, ab. Ist also nicht schlecht, wenn man eine nimmt, die man nur einmal bekommt, von der Ausschüttung her. Dafür muss ich auch mindestens in 4 sein oder in 5 sein. Und andere Kriterien noch erfüllen, da komme ich gleich nochmal zu. In die letzte Stufe, auch das ist wieder wie bei Terra Mystica, kommt allerdings nur, wenn man eine Stadt gegründet hat. Und eine Allianz gegründet hat. Das heißt, ich drehe dann mein Plättchen, jetzt kommt das grüne Plättchen, auf die graue Seite. Mehr passiert nicht. Aber das heißt, dann kann ich in das letzte Level. Ich kann aber dieses Plättchen nicht nochmal nutzen, um das in den nächsten Strang auch wieder ins letzte Level zu steigen. Jo, jetzt habe ich es, glaube ich. Jetzt müssen Ellie und Chris jetzt von meinem TV auf mein Handy wechseln. Fußball geht weiter. Markus Michael. Hi. Ja, hallo. Sind heute 3 Spiele. Sind immer, glaube ich, momentan. Oder? Ja. So, Startspieler. Weiß ich gar nicht, ob heute Vormittag gleich hier. Oh, Ton ist aus. Naja, ja. Oh. Bin ich das? Ja, du hast gerade. Also. Okay. Und gerne Startspieler.
Das gut. Ist so, ich die ganze Magie. Mal wieder nur Bardo verstanden. Ja, jetzt müssen wir es erstmal platzieren. Also, der Letzte in der Reihenfolge, so. Der Letzte in der Reihenfolge wählt jetzt ein Bonusplättchen. Das bin ich. Und als Bonusplättchen hätte ich gerne, das macht das, das macht das. Ich hätte gerne dieses hier. So, wenn ich jetzt den hier nehmen würde. Würdest du Erz kriegen? Würde ich Erz kriegen. So, jetzt noch eben kurz mal eine andere Frage. Wenn ich so ein grünes Ding ausgebe, also die hier, dafür kann ich ja einen Reiseschritt machen, ne? Zum Beispiel. Ja. Wenn ich jetzt hier irgendwo hochgehe, ich weiß nicht, welche Seite das ist, die hier, ne? Damit kann ich das dann überbrücken, weil ich werde ja niemals diese grünen Dinger hier kriegen. Später, doch, wenn du musst ja freischalten, die Option, grüne Dinger zu kriegen, wenn du dann Regierungssitz baust. Ah, dann kriege ich grüne. Nee, nicht den Regierungssitz. Eine von den Akademien war es. Ich glaube, die andere Akademie. Ja. Ah. Okay. Dann ist es aufgehoben und du hast es auch als Aktion, dass du jede Runde da einkriegen kannst, wenn du die Aktion machst. Kann ich dann auswählen oder? Nee, ist beides. Also du legst dann deinen Marker drauf, hier so ein. Mhm. Und das heißt, dann würdest du automatisch einen roten kriegen, einen grünen kriegen. Und können wir noch als Einkunft dann machen, das ist dasselbe. Und ist nicht ganz dasselbe. Und dann ist das andere aufgehoben, praktisch dieses, dass du immer dann, wenn du grün kriegen würdest, Erz kriegen würdest. Das ist vorbei dann, in dem Moment. In dem du die Akademie gebaut hast. Ist dann vorbei. Ich kann dann immer nicht sagen, entweder oder. Nein, dann kriegst du grün. Dann krieg ich grün. Ja. Das Problem ist nur... Du kriegst es erleuchtet. Echt? Ja. Ja. Okay. Spatz, ja. Jetzt müssen wir doch erstmal abwechselnd was platzieren, ne? Du musst jetzt erstmal noch so einen Rundenbooster nehmen. Ach so, genau. So, dann platzieren wir abwechselnd. Achso, ja. Dann nehme ich den hier. Dafür bekomme ich zwei Violette. Das war schon ein Einkommen genommen, das habe ich noch gar nicht. Weil ändert sich das hier gleich nochmal. Ja, das mache ich gleich zusammen. Ach so, los. Okay. Aber wie du möchtest, wie du möchtest. So, jetzt platziert der Startspieler zuerst eine Mine, dann ich zwei und dann du eine. Das meinte ich doch, ne? So, wer macht das zuerst? Der Startspieler, das bist du. Das war klar. Zecke. Da kommen wir klar. Ja, gehe ich jetzt da unten an den Rand, aber ich muss glaube ich hier hin. Oh, Zecke. Nee. Ja, bleibt ja nichts. Kannst du nichts anderes machen. Hast du weniger Planeten? 1, 2, 3, 4 und du hast 1, 2, 3, 4. Nee, alles gut, das sieht nur so aus. Gut, werden die zu. Ja, jetzt. Aber die kommen ja sowieso in eins. So, jetzt mal kurz. Ja, warte mal. Ja. Kriegt man die zuerst? Oder kriegt man die danach? Nach dem Einkommen? Wäre jetzt eine wichtige Frage. Wegen des Drehens, meinst du? Das ist eine gute Frage. Geht schon los. Das weiß ich tatsächlich nicht. Sind da. Stimmt. Zwei gelbe Planeten direkt nebeneinander, ja. Ja. Dürfte eigentlich gar nicht, ne? Aber das ist 1 und 2. Ich dachte, die darf man so hinlegen, wie man möchte. Eigentlich kannst du es, wie du es willst, aber ich glaube, da gibt es eine Da gucke ich auch nochmal. Ich glaube, das war eine Einschränkung. Ja, deswegen habe ich extra die gelben genommen. Ja. Darf eigentlich nicht so sein, ne? Nee, 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 auch. Du sagst.
Genau. Die dürfen nicht nebeneinander liegen. Wir können die jetzt einfach umdrehen und wir setzen die auf diese Seite. Dann werden sie nee. Du setzt dich jetzt bitte nicht auf die andere Seite. Dann dreh sie einfach um. Dann dreh sie. Du musst nur gucken, dass du das Schwarz an Schwarz nicht. Hä? Oh Mann, der kann. Ach, das ist der. Die zwei Kanten müssen wir hier ein bisschen schieben. Nee. Den müssen wir ganz neu aufbauen. Genau, genau das ist nämlich jetzt das Problem. Jetzt hast du den da und ich muss jetzt da 3 Kilometer reisen, um den gelben zu erreichen. Den müssen wir irgendwie dichter in deine Richtung dann kriegen, ne? Aber die müssen ja so rum sein, die müssen mit dem Pfeil nach oben sein. Ja, was machen wir dann? Schlag du was vor. Mir ist wurscht. Wie du es möchtest. Ich dachte, man kann die jetzt so hinlegen, wie wir. Ja, außer dass die Heimatplaneten aneinander grenzen, aber das ist mir auch nicht aufgefallen. Ja, aber wieso kann man die denn nicht drehen? Warum müssen die Pfeile denn nach oben zeigen? Können wir ja mal machen, ne? Ich glaube, nächstes muss wahrscheinlich nur in der Grundausstattung. Dann drehen wir das Ding jetzt einfach ein bisschen fertig aus. Ist doch auch. So? Das ja, dann hast du ja einen Nachteil für dich so. Da. Dann so. Nee, das geht das ja geht auch nicht. Nee, also geht das nur so. Ja, ist ja furzegal. Dann machen wir das so. So. Ja, willst du tatsächlich da jetzt noch stehen bleiben? Das weiß ich noch nicht. Ja, die Routen sind für dich auch so teuer. Ja. Deswegen, da würde ich wahrscheinlich tatsächlich, der bringt gar nichts da unten. Da ist einfach, nee, ich bleib da stehen. Das ist schon in Ordnung. Genau. Genau, nee, ist mir gerade beim Aufbau überhaupt null aufgefallen gerade. Ja, vielleicht hätte ich ja dann noch andere genommen. Willst du ja, noch mal gucken? Nein. Okay. Das wird jetzt alles aufgebaut. Ja, die zu dicht aneinander ist auch Käse. Was bezahlst du für die gelben ein, ne? Du bezahlst 2, aber für den braunen bezahlst du nur 1. Genauso wie ich. Mhm. Und du bist immer so schnell. So. So, das lass mal anfangen. So, ich kriege jetzt 3 Erz Einkommen. Herr Spatzl, trotzdem war die Frage jetzt hier nicht geklärt. Ach so, das war's. Ja, genau, da waren wir noch. Ich hatte immer kurz, nie drauf geachtet auf sowas, aber da wird es tatsächlich immer wichtig. Einkommen. Haltet denn da die ist von eurem Technologie, eurem Rundenbooster, eurer Technologieplatte und eurem Fortschrittszustand. Einkommen wird durch die offene Hand symbolisiert. Erz, welches ihr erhaltet, genauso verfahrt ihr mit Wissen, mit Credits. Die Reihenfolge, der ihr Macht und Machtstand erhaltet, dürft ihr euch grundsätzlich aussuchen. Kannst du dich aussuchen. Also du kannst erst weil die nehmen dann wär's und drehst sie. Ja. Weil ich habe, also ich bekomme jetzt 3 Erz. 1, 2. Genau, die bekomme 3. Ich auch. Startbonus habe ich nicht, ne? Ich bekomme 2 Drehungen. Ne, du kriegst immer 2 Siegpunkte, wenn du einen Gaia-Planeten besiedelst. Also, das sehen wir dann. So. Dann bekomme ich noch ein Erz. Und 4 Drehungen. Und zwar ja. Erstmal die 2 hier rein. Und dann können die 2 nämlich hier rüber. Und dann kann ich die 2 nämlich. Und du kannst ja auch noch aussuchen, welcher Technik also du hoch möchtest. Ich glaube, da ist bei uns nichts vorgeschrieben. Wieso kann ich das? Einen Gratisschritt hast du doch. Ach so. Na, war das so. Die Grundrassen haben irgendwie einen zweiten vorgeschriebenen. Wir suchen uns einen aus, halt das richtig sehe. Aber gab es nicht noch. Ne, der Gratisschritt war nur so. Nein, die gab es glaube ich nicht. Ellie hat.
werden. Ellie steigt hier bei der Reichweite doch. Nee. Glee, ne? Ich guck mal. Mhm. Nee, ich habe keinen. Hab grad nochmal geguckt. Ellie bei Lila, aber Lila hat Ellie eigentlich keinen Marker. Nee. Aber ich glaube, Ellie steigt schon von vornherein auf dieses. Das hat sie ja. Nee, Ellie ist auf Level 1 hier, ja. Da bist du. Da bist du. Das denke ich auch. Diesen grauen, genau, da bist du nicht. Genau. Weil, ja, dann hebt sich das mit dem Grünen wieder auf. Ja, ja, genau. Gut, dann bekomme ich noch ein Wissen. Hm, genau, dann habe ich jetzt dann eins. Oder? Genau, da steht's. Gut. Also, 3, 4. Wieso kriegst du ein Wissen darum? Hier, der ist bei mir schon frei. Wow. Nicht schlecht. Aber mach dir mal den da, weil den hast du nicht da, diese 4 Drehungen und den einen Erz. Ne? Ach, der ist, okay. Das Legierungszentrum steht da. Sorry. Ach, okay. Warte, jetzt muss ich mal eben kurz wieder zurück, dann geht der zurück. Und die zwei waren so, raus. Ja. 1, 2. Genau, wir haben's. Wir haben's, so. Wollen wir mal was gucken? Gut, dann fängst du an. Mit einer Aktion, ne? Ja. Ja, das erste ist, ich gebe 4 Wissen aus. Mhm. Oder? Ich müsste mit 9 Erz starten, weil sie hat 3 Erz. Ja, ich habe... 1, 2, 3, 4 und Start. Und Start auf 4. 8. 8, aber sie hat ja kein Grundeinkommen von Grün irgendwie, dass sie das noch ein Erz kriegen würde. Und Wissen hat sie ein Einkommen. Nee, also von daher 8 Erz, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4. 4 und 4 sind 8. Sonst sehe ich nichts. Weil Grün, wie gesagt, ein Grün habe ich nicht. Okay. Gut. Ja, oder Baum. Nee. Du bist einfach zu fieselig. Ich gar nicht. Doch, bist du wohl. Und du hast einen Grünen und... Navigation gibt es noch ein Erz. Stimmt, da würdest du ja einen Grünen kriegen. Stimmt, ja, den haben wir gar nicht gesehen. Dankeschön. Der ist ja sofort. Ist ja, der ist sofort, ja. Dankeschön. Wichtig. Gut, ich möchte gerne bauen. Und zwar möchte ich den hier gerne hierhin bauen. Mhm. So, jetzt bin ich 2 von dir entfernt. Gut, den musst du jetzt erstmal terraformen. Für 3 Erz. 1, 2, 3. So, Moment. Jetzt musst du noch Geld bezahlen. Das kostet dich ein Geld. 2. 1, 2. Und noch ein Erz. Genau, 3 Erz ist Terraform. Und 2 Geld, ein Erz, oder 2 Credits, ein Erz, um da zu bauen. Jetzt hast du da, du bist jetzt 2 entfernt. Ich kann mir jetzt überlegen, ob ich würde keinen Siegpunkt bezahlen, weil das 1 ist. Und könnte einen drehen. Das mache ich auch. Weil da musst du aufpassen, das habe ich nicht im Kopf. Okay. Das kriegen wir vielleicht hoffentlich hin. So, jetzt bin ich dran. Ich möchte was Ähnliches tun. Und zwar möchte ich
So. Doch, ja, möchte ich. Und zwar möchte ich für 2 Geld. Also kostet mich auch, also Moment, es kostet mich auch 3 Erz. 2-mal Geld. Nochmal Erz. Und baue dann hier. Und auch da könntest du jetzt einmal drehen, wenn du magst. Aber für keinen Siegpunkt. Für keinen Siegpunkt. Ja, mache ich natürlich. Dann bist du wieder dran. Ja. Vaping Stachel. Guten Abend. Hallo. Hallo. Und Faber Faber. Hi. Ich gebe 4 Wissen aus und möchte hier noch einen hoch. Ich möchte gerne. Achso, ich habe jetzt ein Wissen. Ach nee, das war hier beim ja, Freistand, das brauchst. Ich möchte 2 Erz ausgeben und 3 Geld. Denn es ist im Zweierbereich und möchte hier ein Handelszentrum machen. Und da es ein Handelszentrum ist, kriege ich dafür 3 Punkte. Und dann bist du dran. So, ich bin jetzt bei dir in der Nähe, ne? Und dann bezahle ich nur 3. Ne? Genau. Ihr habt doch Tudor gespielt. Wie fandet ihr das? Funktioniert das Spiel gut oder ist was kaputt dran? Also, da ist mir jetzt so speziell nichts aufgefallen. Wir haben 2 Runden gespielt in Ratingen. Und da ist mir jetzt nichts aufgefallen, dass da was irgendwie kaputt wäre. Also, mir hat es gefallen. Ich glaube, da kann man eine Menge machen. Aber das war ganz am Anfang. Also, zumindest so, dass ich es auf jeden Fall spielen will. Und mit Ellie auch. Und Ellie will das ja auch wegen des Themas haben. Und ich finde die Idee mit den Ringen und den Händen ziemlich cool. Das ist mal was anderes. Also, dass jetzt irgendwas broken ist oder so, wüsste ich nicht. Doch, du bist wieder dran. So, ich bin jetzt 2 von dir entfernt. Das heißt, dass ich nur 3 Geld bezahle. Ne? Du kannst aber hier noch eine Machtaktion machen. Ne? Also du kannst jetzt noch wieder einmal drehen für keinen Siegpunkt, weil ich da gebaut habe. Gut. So, ich möchte gerne für 2 Erz und 3 Geld. 1, 2, 3. Möchte ich hier gerne ausrüsten. Da könnte ich wieder für einen drehen, ne? Machen wir. Und du kriegst 3 Punkte für ein Handelszentrum. Gut. Ja, dann würde ich meine Fähigkeit hier mal spielen und steige hier ein Level auf. Und dafür kriege ich 2 Erz. Dann bist du dran. Bin ich jetzt 2? Ich war auf 9, habe 1, 2, 3. Ja. Bitte. Ich möchte gerne für 3, 1, 2, 3 und 1, 2, möchte ich gerne hier noch eins bauen. Nochmal 3 Punkte. Okay.
kann noch mal drehen dafür. So, wie ist das jetzt mit diesem Terraform? Dafür muss ich erst so, nee, dafür brauche ich keinen gelben. Nee. So, ich kann jetzt hier hinfliegen. Aber dafür muss ich bauen, ne? Dafür musst du ein Erz abgeben. Erz abgeben und dann bauen. Und dann bauen. Genau. Okay. Ich muss das mit Grün beschicken und du mit Erz. So, ich möchte gerne für 3 Machtpunkte diese Aktion hier machen. Das heißt, ich krieg da ein Terraform umsonst. Wo konntest du denn schon so oft drehen? Immer durch dich, wenn du hier was machst. Mhm. Und dann. Und ich hatte hier einen Zweierdreh schon als Einkommen. So. Das heißt, den hier zu terraformieren ist umsonst. Dann muss ich meinen Grünen ausgeben, um meine Reichweite vorübergehend zu erhöhen. Das ist nämlich auch, man kann den Grünen abgeben und dann kann man die Reichweite vorübergehend um +2 erhöhen. Das heißt, ich könnte jetzt sogar 3 Felder weit, aber ich möchte hier hin und würde da gerne eine Mine errichten. Und die wiederum kostet mich dann 2 und noch ein Erz. Und dann bist du dran. Mhm. Ja, für ein Erz gibt es nichts. Geld umtauschen kann, gibt es auch nicht. Ich kann kein Geld umtauschen in irgendwas. Ich passe. Mhm. Und ich möchte gerne nächste Runde haben. Das da. Okay. Oder? Warte mal. 2 sind 4 Siegpunkte. Ja. Okay, ich zahle 3. Heißt das jetzt bauen? Oder wenn man es hat? Ich glaube, am Ende der Runde für jedes, was du hast. Warte. Mhm. Ja. Für jedes, was du gebaut hast. Für den Zeitpunkt 2 Punkte. Gut, ich möchte gerne, was habe ich gesagt, ich gebe 3 aus und 2 Erz. Und dann würde ich hier noch einen Handelsposten errichten. Ich hätte ihn lieber da errichtet, aber ist mir zu teuer. Wo stand denn gerade eine? Falsches Haus. Bitteschön. Handelsposten. So, das kannst du wieder einmal drehen, wenn du magst. Also das kannst du ja, obwohl du gepasst hast. Und keinen Siegpunkt dafür zahlen. Gut, und dann bin ich weiterhin, wenn ich möchte. Ach, warte, ich habe einen Fehler gemacht. Ich nehme den mal zurück. Denn ich habe ja diese Aktion hier. Ich kann diese Reichweite auch mit der Aktion erhöhen. Wichtig. Dann habe ich den nämlich noch im Sack. Und ach, da bleibt er. Bleibt da. Fertig. Passe ich auch. Lege den weg. Und hätte gerne. Tja. Nee, den. Ich brauche Kohle. Weil meine Kohle gibt es nicht über Handelszentren. Ich kriege Kohle über Forschungslabore. Das ist ärgerlich, aber nicht zu ändern. Dafür kriege ich jetzt 2 Wissen und 3 Erz. Und nochmal 4 Geld. Oliver, kurze Frage. Hi, moin. Zu Azul. Was ist, wenn die Strafpunktlaste unten voll ist und man noch eine Fliese da reinsetzen müsste? Sagt man dann, die ist auch -3 wert oder weglassen? Boah, das hatten wir nicht. Ich würde fast sagen, voll ist voll. Wenn wir es erklärt gekriegt haben, also als ich es erklärt gekriegt habe, hieß es immer, man kann da bis zu 14 Siegpunkte,
abgeben müssen. Ich glaube, 14 sind das, wenn man alles voll hat. Ne? Aber nagel mich da nicht drauf fest. Das steht nicht drin, ne? Vielleicht weiß es ja sonst jemand hier. So, dann bist du dran. Das heißt Quatsch, ich bin Steinspieler, ne? Neue Runde, neues Einkommen. Hast du Einkommen, hast, haben wir genommen? Und ich fange an. Du musst noch Einkommen nehmen. Und wir haben die erste Runde durch. Und jetzt gibt es 4 Punkte, wenn man Minen auf Gaia-Planeten errichtet. Gut, wechselt. Ich hatte gepasst und. Mhm. Also, ich hätte noch ein zweites Handelszentrum. Da gab es letzte Runde noch Punkte für. Du hattest gepasst, das heißt, du bist Startspieler. Mhm. Stimmt nicht, ich. Du. Meine Freundin hat es übrigens geschafft, nicht ich. Ja, gut, ich würde auch sagen, es ist voll. Ich glaube auch, also ich glaube tatsächlich, minus 14 Punkte ist gut, ist ja hart genug. Hier muss ich aber auch hinfliegen, ne? Ja. Ja gut, also einen und noch einen. Ach, der hier, der ist ja schon weg. Der ist ja schon weg für das Besiedeln hier. Ich hab den gar nicht. So, dann muss ich da ein Plättchen hinlegen. Erstmal musst du deine Reichweite erweitern. Ja, habe ich doch schon 2. Ja, hast du erst sowieso 2. Dann zahlst du einen, um das zu besiegen. Genau, und einen und 2 Taler für. Und kriegst 4 Punkte. So, dann. Bekomme ich Ende des Spiels 2 Punkte oder jetzt sofort? Sofort. Und du hast einen Gaia-Planeten besiedelt. So. Ja, liegen. Was denn? Ja, liegen. Jetzt. Ja. Ich kann 2 Punkte kriegen da für einen, also 2 Drehungen für 1 Punkt. Das mache ich. Noch geht das. Ja, ich baue für 5 Dukaten und 3 Erze eine Forschungsstation. Und zwar hier, da könntest du jetzt wieder eine Drehung kriegen. Oh, ich danke dir an. So. Und dafür bekomme ich ein Wissensplättchen. Muss ich mal gucken, welches. Das hier ist auch wieder frei. Dann müsste ich da hoch. Dann müsste ich da hoch. Da nehme ich das. Gehe hier hoch und bekomme den grünen. Dann bist du dran. Mhm. Dorfe, hi. Hallo. Schöner Abend trotz Niederlage. Ja, ach. Selber schuld, sag ich da.
Die fette Katz. Hallo. Hallo. Ich komme ohne Grün gar nicht weg. Warte mal, falsches Bild. Das ändert sich nicht, aber das hier. Das brauche ich mal. Du bist dran. Ja, ich überlege noch. Hm? Deswegen konnte ich ja noch mal ändern. Das ist okay. Hi, Tino. Spieleranzahl Hallo. Ist angepasst. Ja, gibt noch. Es wird ein bisschen größer. Das ist jetzt das für zwei Spieler und es wird halt bei drei und vier Spielern entsprechend größer. Wieso Niederlage? Chris und Eddie spielen doch noch. Genau. Noch ist hier nichts gesagt, genau. Du hast am Anfang dann dabei, ich war nur still. Alles klar, okay. Ja, Thomas. Okay. Hallo. Hallo. Bis jetzt. So ist es. Für drei. Oh, hier war noch was. Ah. Zusammen, Oliver kann bei Asyl der Leiste voll. Achso, da gab es eine Antwort auf Asyl auf Twitch. Also Oliver, wenn du auf den kleinen Chat nochmal guckst im Fenster, da hat jemand geantwortet. Den kann ich von hier aus nicht runterscrollen. Aber da gab es eine Antwort. So. Aber. Für drei Taler. Mhm. Ich weiß nicht, wie haben die hier Namen? Credits. Credits. Sci-Fi ist, glaube ich, immer zwei, Credits im Zweifelsfall. Und für zwei Erz. Du brauchst ein Handelszentrum. Ja. Und zwar hier. Okay. Ich glaube, du darfst drehen, ne? Oder nicht? Oder doch? Oder keine Ahnung. Ja, ich darf zwei drehen für ein Pünktchen. Jo. Das tue ich. Und dann bin ich dran und möchte. Was gab es da eigentlich Punkte jetzt in der nächsten Runde? Schwarz? Moment. Ja. Moment. Moment. Gleich ist soweit. Ja, jetzt nochmal. Immer wenn du also jetzt in dieser Runde, ne? Wenn du eine Mine auf einem Gaia-Planeten platzierst. Also dann bekomme ich weiß nicht, habe ich die gekriegt? Hast du gekriegt. Gut. Und nächste Runde auch. Nächste Runde gibt es auch nur drei Punkte für. Mhm. Hier meine Spezialaktion und kann in einem, wo ich unten bin, eins hoch. Das muss gerade nicht, aber den könnte ich mir dann sparen. Ja, den darf ich nicht hoch, da bin ich unten. Der nicht. Tja, der oder der. Okay. Deswegen bist du jetzt Spezialaktion. Darf ich einmal pro Runde das niedrigste Level, was ich habe, Technologie eins hochschieben? Jede Runde? Hm. Dafür kriege ich aber auch wenig Wissen und habe ein unheimliches Problem mit Geld. Du bist dran. Wer denkt sich sowas aus? Es läuft schon. Ja, läuft. Ja, das würde ich gar nicht. Ich glaube, das wirkt alles nur so. Das wirkt alles. Ich passe. So, und bekomme 2, 4, 6 Punkte. Um hier hinter zu steigen, ob das Balancing korrekt ist, brauchst du 50, 60 Partien. Irgendwas, da nichts sagen. Schwarz.
Wie du? 6 Siegpunkte. Ich sechs, hasse. 6 Siegpunkte für 3 Handelshäuser. Mhm. Okay, ich spiele noch ein bisschen. So, und ich möchte gerne nächste Runde das Jahr. Okay. So, ich bin da jetzt hoch und kriege da nicht sofort, aber gebe jetzt einen ab, um meine Reichweite zu erhöhen. Und den anderen gebe ich ab, um diesen Planeten hier zu besiedeln. Und das macht dann auch nochmal 4 Punkte. So. Und viel mehr kann ich gerade nicht tun. Ich habe noch ein Erz. Aber das reicht nicht dahin. Nee. Dann passe ich auch. Und hätte gerne diesen hier. In der nächsten Runde. So, dann passe ich, kriege noch einen Punkt. Weil ich einen besiedelten Gaia-Planeten habe für dieses Bonus-Ding da. Und dann geht's wieder los. Du bist Startspieler geblieben. Neues okay. Einkommen. Da kriege ich 5 Gold. Dann kriege ich einen grünen. Dann kriege ich 3 Erz. Und ein Wissen. Und nochmal 2 Geld. Und eine Drehung. Ich bekomme 4 Geld. 1, 2, 3, 4. Ein Wissen. Und 2 davon. Und ich darf jetzt reisen und ich bekomme 2 Drehungen. Hi Sebastian, hallo. Die Mad Robots, genau, die hatte ich noch nicht. Schauen wir mal. Ich glaube, sogar nach 60 plus Partien kann man immer noch arg überrascht werden. In einer anderen Spielergruppe. Balance ist verdammt schwer zu fassen. Ja, gerade bei dem Spiel. Ich denke auch, ein Spiel, das so variabel ist und so variabel, so komplex und so asymmetrisch, ist auch mit der Balance so eine Sache, ne? Aber das ist auch okay. Das ist auch einfach okay, finde ich. Ich möchte gerne das hier ausgeben. Das so weit hinzukriegen, ist schon, glaube ich, eine Meisterleistung einfach. Und dementsprechend. Lass mal den Abdeck. Ja. Das möchte ich jetzt ausnutzen, indem ich hierhin fliege. Und den kriege ich ja kostenlos dahin. Also das heißt nicht kostenlos, aber ich bezahle ein Erz und 2 Taler. Gut. Ich jetzt noch meine Special-Fähigkeit hier und möchte gerne hier ein Zug für den Grünen. Dann bist du dran. Ich weiß nicht, was ich verkehrt mache. Ich weiß es einfach nicht. Ja, nicht hinter mir zu liegen, das ist dein einziger Fehler gerade. Du hast 10 Punkte Vorsprung. Ich weiß nicht, wo gerade dein Problem ist. Spatz, du brauchst ja auch nur die Karte hier zu nehmen. Ja, na klar, ja. Na klar. Im Gegenteil, ja. eben konnte ich nicht. Na guck mal, sind dann auch 6-6. Naja, ich habe noch einen da. Mal gucken. Gut. Du warst oder warst du durch? Ich bin durch. Du kannst schalten und walten. Ich habe auch lange überlegt bei dem Spiel, wann machst du hier eine Rezension, wie oft du hast das spielen. Also das wirst du nicht abschließend bewerten können, was die Balance angeht, auf gar keinen Fall. Hast du irgendwas gebaut? Nein, ich habe meine Fähigkeit hier hochgebracht. Und dementsprechend kannst du hier wirklich nur irgendwie Spielspaß und wie es einfach so läuft und wie es alles. Ich würde, glaube ich, hier mich nicht trauen, nach 10, 15 Partien die Balance zu bewerten in der Rezension. Du? Hast du das? Nee. Und deswegen
da finde ich es anmaßend, dass dann wenn ich es überhaupt irgendwie zu sagen. Man kann sagen, wie man sich da fühlt, wie es das anfühlt, aber nicht wie es ist. Das glaube ich nicht, echt nicht. Dafür ist das hier zu groß. Um den hier zu terraformieren, muss ich wie viel? Da muss ein Gaia-Former haben. Ach so. Ich komme immer auf Gaia-Copter und dann Gyrocopter. Die, so, die Zwerge bei Warhammer hatten Gyrocopter, mit denen die rumgeflogen sind. Ach Gott. Mit Android. Machtwert, Fähigkeit, irgendwas Aktion. Ja, bitte? Wenn ich sage, passe, dann passe ich auch. Ne? Ja, das ist durch. Kann ich sagen, mach mal. Nein. Dass wir schieben und das gibt's hier nicht. Ich schiebe. Nee. Ich kann. Keine Ahnung. Müsste zu passen. Aber ich will ja auch nicht zu nahe treten. Ja, aber mit nur einem Erz ja. Kann man nichts machen. Ich passe. Wenn du jetzt irgendwas bei mir in der Nähe baust und ich kann keine Drehung machen, dann darfst du heute Abend in der Badewanne schlafen. So, Ansage. Ansage. Tja, das ist natürlich echt. Und ich möchte gerne für die nächste Runde. Dann schlafe ich im Gästezimmer wie im Mäusezimmer schlafen, weil ich muss gleich was bauen. Ja, das hier wird Quatsch, sonst kriege ich die nie da rein. Mhm. Nehme ich den. Ach nee. Ach. Gut, ich baue. Das hilft ja nichts, ich muss bauen. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Für 5 und 3. Hoffentlich geht dir gleich das Geld leer. Muss ich hier noch so, nee, das erhöht nur mein Einkommen. Mhm. Baue ich das Ding hier. Wie viel Drehung darf ich machen? Du dürftest eine Drehung machen. Mhm, danke. Bitte, dafür kostet dich auch nichts. Jetzt kannst du was tun, ne? Mhm. Ich kann dafür Technik erhöhen. Und bekomme 7 Punkte. So. Tja. Dann hätten wir es. Ja. Dann gebe ich 2 Grüne aus. Das ist ja keine Aktion und kriege dafür 2 Erz. Ich brauche 1. Geht tatsächlich nicht. Okay, lass mal, wie es ist. Ich habe die 2 Grünen ja immer noch. Ich habe ein Erz. Und das wird für nichts in der auf dieser Welt hier reichen, glaube ich. Da nicht hin. So, ich habe ja auch schon einen besiedelt. Nein. Ich passe und nehme mir dann einfach wieder den hier. Den hier. Okay. Okay. Boah. Gut. Einkommen. 2. 3, 4. Und 7. 2, 3, 4. 13. Und 4. Und 5. Wissen haben wir gar nicht. Okay. Doch, Wissen haben wir da auch. Und noch eine Drehung haben wir auch. Und nochmal 2 Geld haben wir auch. Ja, läuft. Gut. Ich muss jetzt langsam mal. Und der zweite, der passt kann auch den Rundenbooster des ersten nehmen. Stimmt. Der zweite, der passt kann auch den Rundenbooster des ersten nehmen, aber es war keiner da, den ich wollte. Okay. Ich glaube, der muss umgedreht werden.
Das ist genau. Jetzt für, also ich hätte mich theoretisch nur dieses Handelshaus-Ding aber jetzt auch nicht mehr interessiert. Das ist jetzt für was? Ach, wieder grün. Das ist wieder, wenn du auf Gaia-Planeten siedelst, zwei Punkte, aber die sind gerade da. Da. Hm. Okay, meine erste Aktion wäre... Irgendwie eine Drehung. Drei. Plus zwei. Ich muss also 1 und 1 und 2, 1, 2 und 2 Erz für 3 Punkte und nochmal 2 oben drauf sind 5. Mhm. Ne? Okay, da ein vor. Alles klar, dann habe ich aber da unter Umständen bestimmt. Aber auch nicht. Dann gebe ich aus. Einen erhöht meine Reichweite auf 3. Ich zahle dann tatsächlich will ich das. Nee, das tue ich nicht. Das kriege ich anders sinnvoller hin. Ich behalte die beiden noch. Und zwar baue ich dort für 6. Und 4 Erz. Mein Regierungssitz. Ja, da muss ich jetzt abwägen. Was schaltest du da frei? Alle Gebäude, die ich auf Heimatplaneten habe, sind ein Punkt mehr wert jetzt. Das heißt, das ist vollständig. Und ich kann jetzt eine 4er Drehung und kriege jede Runde 2 Machtsteine. Gut. Ich möchte gerne. Ich mache das gleiche nochmal. Mhm. Für 2 Erz. Ja, einmal, zweimal und 2 Geld. 1, 2. Ja, das war auch so ein Abwägen. Mache ich das, aber hätte ich das nicht hingekriegt. Mhm. Klar, nimmst du den. Du kriegst nochmal 5 Punkte. So, jetzt kriege ich. Jetzt kriege ich aber hier. Und zwar. Und ich gehe da, glaube ich, nochmal 2 hoch, ne? Ein. Wieso ein? Ich habe doch 2. Ja, ich hatte dich, ich hatte meinen geschoben eben, gerade aus Versehen. Aber ich habe dich jetzt 2 hochgeschoben. Du hast jetzt 3, ne? Und du bist auf 3. Mhm. So. Hat das was zu bedeuten mit dem, Das ist ein Dummy, da musst du dran vorbei, der ist momentan Erster. Ja, okay, man kann die Violetten noch umdingsen, ne? Ja. Gut, dann würde ich gerne gründen, und zwar eine Allianz. 1 Punkt, 2 Punkte, 3 Punkte, 7 Punkte. Das ist schon eine Allianz. Und jetzt, der ist gar nicht drin in der Allianz. Das sind 4, 6, 7, der gehört gar nicht dazu. Ich darf die Allianz ja nicht größer machen, als sie nötigerweise ist. Einen kann ich aus einer beliebigen Schale entfernen, um hier einen Satelliten zu bauen. Damit hätte ich hier eine Allianz. Und jetzt kann ich mir einen Marker nehmen und hätte gerne 12 Punkte erstmal. Ein Satellit war ein Marker, ne? Ein Marker rausnehmen pro Satellit. So, 26, 38. Du hattest jetzt hier gebaut, dein Dingshandels. Wie viel Drehung darf ich machen? Eine. Du hast dann einen Punkt-Typ. Mhm. Ohne Dings, ne? Genau. Dann bist du wieder dran. Ja, ich kann soweit. Doch, kann ich. Ich habe jetzt 4. Yippie. Hm.
Themendrehung für diesen hier. Den habe ich gar nicht genommen. Du bist dran. Das weiß ich nicht. Ja. Wie cool, ich sehe gerade für Sagrada kommt eine Erweiterung 5 bis 6 Spieler, neue Karten, um seine Box zu würfeln, freue mich tierisch drauf. Ja, also 5 bis 6 Spieler ist jetzt gar nicht so, bei so Absackern gar nicht so das, was wir so oft brauchen, aber neue Karten, also viel schon cool. Und Sagrada ist einfach toll. Ne? Gibt's nix. Toller Filler. Für 4. Deckst du mal eben das Zweiererz ab. Gut. Dann bin ich dran, ne? Mhm. Ich möchte mein 4 Wissen ausgeben und hier ein Level hoch. Bist du dran? Sorry, ich gehe hier einen hoch. Aber die sind die ein Mehrwert, ne? Mhm. Nee, nur der, die auf dem Heimatplaneten stehen. Der auch. Nee, ich passe. Dann bekomme ich nochmal 6 Punkte. 6 Punkte für deine Hand. Kommst du da eben ran? Nee. Da gerade ein bisschen Problems. Okay. Und ich möchte in der nächsten Runde gerne. Na, 2 Drehungen sind auch immer schick. Ja. Okay, ich möchte diese 3 hier ausgeben. Und damit ist die Reihenfolge richtig. Das, ja, das müsste gehen. So. Dann möchte ich damit einen Terraform-Wert haben. Dann baue ich meine Reichweite aus und terraformiere diesen Planeten für 2-mal Geld und 1-mal Erz. Und da steht er. Und du könntest jetzt einmal drehen. Oh. Das dürfte es gewesen sein. Kann ich noch was? Darf ich das nicht? Meine Spezialfähigkeit kann ich noch ausnutzen. Muss ich diese hier nehmen und kriege so einen Gaia-Copter. Und das wäre es gewesen. Dann möchte ich gerne passen und würde diesen hier nehmen wollen. Okay. Neue Runde. Du bist weiterhin Startspieler. Mhm. Und
zum Geburtstag andere bekommen, auch nicht schlecht. Robinson Crusoe soll ich mir selbst besorgen. Das ist gießen von meiner Familie, okay. 2, 3, 4. Ich muss mir Robinson Crusoe auch selber kaufen. 2, 3, 4. So, das ist erstmal 4 Geld von der Karte. Und ein bisschen. Hier bekomme ich nochmal 3 Geld. 14. 4 Erz. 2 davon. Dann würde ich erstmal drehen. Ne? Drehen, drehen. Und die 2 dann da rein. Dann bekomme ich dort nochmal 2 Geld. Noch ein Erz und noch 2 Drehungen. Und dann kriege ich noch ein Wissen. Das soll es gewesen sein. Ja. Und du fängst an. Gut. Ich möchte gerne erstmal Wissen ausgeben. 4. Und ich möchte gerne hier auf der Leiste einen hoch. Okay. So, und dann kriege ich jetzt. Nee, das kriegt man, wenn man da macht. Ne? Genau. Okay. Okay. Dann möchte ich bauen hier. Und zwar für 3 Geld. Und 2 Erz. Das Handelszentrum. Und du bist dran. Ja. Ich muss aber gar nicht machen. Kein Thema. Da sind wir ja nicht so. Weil. Sonst ist der da weg. So, ich gebe jetzt aus. Wie viele muss ich jetzt abgeben? Von wem redest du jetzt? Von den Violetten. Da musst du einfach, hier bist du 6. 6 musst du rausgeben, die schiebst du in die grüne Schale. 3, 4, 5, 6. Und dann platzierst du deinen Gaia-Copter wahrscheinlich hier hin. Genau. Über den habe ich auch nachgedacht. Gut. Ja, das wäre fatal gewesen. Naja, der wäre weg gewesen. Ich habe schon alles auf den Bögen genommen und schon sortiert. Ach, Spatzel? Die ist jetzt erstmal gespielt. Hoffe, ja. Ich glaube, der Rundenzähler muss noch. Der ist durch, genau. Was kriegt man jetzt für? Ah, da muss ich mal gucken. Das ist jetzt. Technikkarte. Da muss ich mal eben gucken. Für jeden Level der 6 Forschungsbereiche, den ihr aufsteigt, erhaltet ihr 2 zusätzliche Siegpunkte. Jedes Mal, wenn du ein Level aufsteigst, kriegst du 2 Punkte. Also dann bekomme ich 2 Punkte. Du bist gerade aufgestiegen, ne? Mhm. Da komme ich hier ran. Also müssen wir irgendwie gucken, dass ich hier. Ah, warte, den krieg ich noch hin. Ah, okay. Gleich wird's eng. Ah, ja. Schönen Abend noch und hol dir Great Western Trail. Great Western Trail, also ich hab's. Achso, Robert. Ich hol mir Great Western Trail, mal sehen, überlege ich mir dann noch. Wenn nach Fetus oder AR gefahren ist, wahrscheinlich nicht. Aber auf jeden Fall, Robert, noch herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Ja. Ich weiß nicht, wann es war, aber. Alles Gute von uns. So, ich habe ja hier wieder ein bisschen mehr Auswahl jetzt. Eins, zwei, diese Woche. Mist. Hättest hier drehen können, ne? Wenn du möchtest. Ach so. 2 Mal für einen Punkt. Für einen Punkt? Ja.
Was ist jetzt mit denen in der Petrischale? Die sind für diese Runde weg. Okay, die kommen in der nächsten Runde, kommen die dann hier in 1, ne? Ja. Ja, nehme ich einen Punkt. Kommst du da ran? Gut, da geht der nämlich hier hoch und wieder rein. Mhm. Der Form halber. Mhm. So, dann. Jo. Und dann passiert das. Das ist gut. Ich möchte gerne bauen für 5. Das macht dann 7 und 3 Erz. Damit ist 1, 2, 3. Wo möchte ich den hier bauen? Ups, dahin. Hätte gerne das hier. Steige dadurch hier auf. Kann jetzt damit drehen in Zukunft. Ich bin aufgestiegen und bekomme 2 Punkte für den Aufstieg. Du bist dran. Mhm. PlaySign, hi. Hallo. Jo, alles klar. Und selber? Letzte Woche, alles klar. So. Und dann kann man ja noch gratulieren. Ich mache jetzt hier draußen grün. Nächste Runde erst. Das dauert nächste eine Runde. Runde. Das ist in der nächsten Runde. In der Gaia-Phase. Das ist keine Aktion. Okay. Das Ding ist... Mhm. Nächste Runde, vor die Aktionen gemacht werden. Gut. Aber ich möchte gerne... Sie ist bei Hundo-Programm mit Gutschein für 27. Das ist natürlich echt ein Ausbau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 4 Erz. 1, 2, 3, 4. Möchte ich gerne den hier bauen. Und zwar hier. Okay, jetzt kann ich einen Siegpunkt. So, Spatz, jetzt mal eine Frage. Ja. Ist jetzt beides freigeschaltet? Ich glaube. Doch, du kriegst dann dieses Plättchen. Ich guck mal eben, ne? Mhm. Die Gleben. Die hast du sofort die vor, die hat von Anfang an. Die drei Sachen. Und du hast gleichzeitig zum Grün, zum Drehen. Um da oben hoch zu radeln. Das ist natürlich jetzt mächtig was verschenkt bei mir, ne? Ja, das stimmt. Die hast du schon gehabt. Hättest du 10. Hättest du 10 Erz gehabt am Anfang. Ja, auch mit Gewissen, ne? Ja. Ein, das ist aber kein Einkommen, das ist nicht jede Runde, das ist nur ganz ja. Am Anfang des Spiels, einmal. Also nicht, dass du es jede Runde kriegst. Mhm. So, bin ich dran, bist du dran? Ich bin dran, ne? Mhm. Ich möchte diese Aktion hier machen und 4-mal drehen. Dann bist du dran. Bist du hier eigentlich wieder unten? Du bist doch hier oben schon, nee. Oder nicht? Hm? Bist du ja gar nicht hochgegangen? Achso, ich dachte, da bist du auch hochgegangen. Alles klar. Und hier kann ich 2-mal drehen für den Siegpunkt. Das mache ich auch. Dreimal sogar, ist ja 3 wert jetzt. Für 5
Küche. Muss dann freischalten. Da könnte ich schon wieder drehen. So, und bekomme jetzt so eine Karte, ne? Muss ich nicht, mache ich nicht. Ja. Muss ich mir jetzt von unten eine nehmen? Entweder nimmst du dir eine von denen, dann steigst du gleichzeitig in der entsprechenden Reihe auf. Oder du nimmst eine von denen und kannst dir aussuchen, wo du aufsteigst. Ja, vier Drehen sind natürlich auch nicht schlecht. Ah. Du weißt doch, dass ich immer große Euros suche für bis zu 6 Spieler und bin fündig geworden mit einem Spiel, wo ich nicht wusste, dass das möglich ist. Rate mal. Fängt mit A an. Kira, mach's gut. Tschüss. Ja, tschüss. Danke fürs Reingucken. Tschüss. Großes Euro für 6 Spieler mit A. Hilf mir mal. Großes Euro für 6 Spieler mit A. Agricola? Weiß ich nicht. Agricola könnte es sein. Agricola? Schauen wir mal, was PlaySign sagt. Und noch kurze Frage, hat jemand ein Orisander in der Nähe? Er soll ja auch ein paar Spiele haben, aber wo sind die? Da liege ich da falsch. Orisander haben wir nicht in der Nähe, war noch nie drin. Und wenn es nicht Agricola ist, muss ich weiter überlegen. Dann war es noch das Agra? Agra, ich glaube nur zu viert. Richtig. Ist der Hammer gleich gewusst. Na, Elli hat's erraten. Ich stand auf dem Schlauch. Elli ist der Hammer. Warum hast du mir das damals nicht vorgeschlagen? Aus dem gleichen Grund, wahrscheinlich, weil ich jetzt nicht drauf gekommen bin. Was hatte ich irgendwie nicht parat? Agricola zu sechst. Aber klar, stimmt. Elli, sonst... Wollen wir so Spiel, viele Spiele nicht zu sechs spielen. So, Spatzel? Olli, hallo. Hallo. Eine Frage noch. Wie gefällt es euch heute? Also ich mag ja das Optimieren, absolut. Mir gefällt schon. Also ich mag das Fantasy. Ja, das mag. Ich mag die Option hier lieber. Hätte auch lieber ein Fantasy Setting oben drauf gehabt als jetzt in diesem Fall das Sci-Fi Setting, weil es kommt genauso wenig rüber eigentlich wie das Fantasy Setting. Thematisch ist es halt nicht, aber es macht schon Spaß, klar. Aber sonst und bei dir mechanisch, spieltechnisch? Bei Ellie geht's so. Nicht so ganz deins. Ja, da sind so viele Faktoren. Wenn ich das schon wieder mal mit gestern vergleiche, ich kann hier nichts ableiten. Das Ding ist einfach nur eine Frechheit. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hallo. Hi. Ich kann nirgendwo was vernünftig ableiten. Nee? Nee. Spaß, ich frage dich bei jeder Aktion frage ich dich. Ist eigentlich selten. Normalerweise spiele ich 2 Runden, dann ist es drin. Ja. Und irgendwie kann ich das in sich gestern, das war alles so flüssig. Das stimmt, das ist ein bisschen kantiger. Aber das ist natürlich auch eine ganz viel höhere Einstiegshürde hier, das Spiel. Ne? Ja, das ist, aber hätte man dann vielleicht ja, die Spielhilfe andere ist, Spielhilfe machen. Die Spielhilfe können. Ist ein bisschen mucksig, die könnte ein bisschen besser sein. Das stimmt. Aber, so, dass man da irgendwie so ein bisschen besser aber reinkommt. Aber es ist kein Spiel, das ich jeden Tag spielen möchte. Es gibt Spiele, die finde ich in der Komplexitätsskala cooler. Also ich sag mal sowas wie Lisboa oder Galeries. Spiele ich viel lieber als das hier. Und auch nach wie vor kommt es nicht an meinen beiden Sci-Fi-Euro-Lieblingen der letzten Wochen, Solarius und Kepler, vorbei. Schafft's nicht. Das wird es, glaube ich, auch auf Dauer nicht schaffen. Sonst ist es schon gut. Dieses Optimieren und so ist schon alles klar. Und ja, das ist es aber. Es ist für mich nicht das große Meisterwerk, das sage ich, aber es ist ein sehr gutes Euro-Game. So, jetzt möchte ich gerne wissen, was war da nochmal für die 2 Punkte? Jedes Mal, wenn du in der Technik aufsteigst, was okay, du ja gleich tun wirst. Was ich jetzt tun werde. Und zwar möchte ich gerne den Vierer-Dreh, das Vierer-Petrischalen-Dreh, den haben. Und da gerne einen hoch. Und bekomme 2 Erz. Und 2 Punkte, da ja, könnte funktionieren. Jetzt auch wirklich Schluss. Ist das so okay dann? Ja. Okay. Bei Anachrony habe ich mit der Symbolik so meine Probleme. Ja, die Symbolik bei Anachrony, die ist auch teilweise nicht ohne, das stimmt. So, ich kann das jetzt hier umdrehen, ne? Wenn ich möchte. Was passiert denn dann? Ja, aber okay. Erst, wenn du hier bist, um das zu nehmen. Mhm. Oder wenn du hier oben rein willst. Eher nicht.
Genau. Weil ich bin jetzt einfach mal ganz fies und nehme mir trotzdem das her, das, Ja, klar. das und das. Vom Anfang. Und Jakira, wie findest du's? Du hast ja auch schon aufgespielt, ne? So, aber ich muss das jetzt nicht umdrehen, ne? Das ist, weil ich das am Anfang gekriegt habe. Das kannst du umdrehen, wenn du das machst, was ich dir gerade da meinte. Okay, dann bin ich dran. Ja. Ja. So, ich drehe. Ich möchte ausgeben 7 Wissen. Quatsch. 7 Drehungen und kriege dafür 3 Wissen. Mhm. Bist du dran. So, das darf ich jede Runde machen, ne? Ja. Nutzen wir mal ganz nur die Frage. Aus. Also, ich würde sagen, du kannst nur einen drehen, das weißt du. Ja, okay, das ist. Lebt auf großem Fuß. Mhm. So, dann gebe ich 4 Wissen aus und möchte aufsteigen. Sind ja einige, es kommen wieder 2. Ich möchte hier aufsteigen und kann direkt 3 Wissen bekommen. Drehen, meine ich. So. Und blim blim, kriege 2 Punkte fürs Aufsteigen. Dann bist du wieder dran. Ich möchte gerne. Viel Spaß mit dem feinen Spiel. Katja, hallo. Hallo. PlayStation sagt, ich kenne Agricola gar nicht wirklich. Vielleicht ein Fehler. Ist das denn zeitlos und hat etwas Eigenes? Funktioniert sowas mit 6 Spielern? Naja, was Eigenes hat es in dem Sinne irgendwie, dass es das erste Worker Placement war. Oder das erste komplexere. Das war nicht das erste Worker Placement. Kylos war früher. Und, aber es hat schon vieles als erstes gemacht. So. Aber es ist nach wie vor ein tolles Spiel. Mit 6 Leuten zu lange. Ja, man muss lange überlegen, zum Teil. Ne? Also es kann Downtime hervorrufen. Ellen, ich spiele das relativ schnell runter, aber es gibt, glaube ich, Leute, die spielen so ein ganz anderes Niveau und viel, viel länger an Zeit, die da reinsetzen. Bei uns hat Agricola gar nicht gezündet, sagt Katja, aber es ist Geschmackssache. Am besten mal irgendwo ausprobieren. Wäre auch eine Möglichkeit. Lords of Water, die oder Keyflower, die sind von der Downtime echt angenehmer. Bei Keyflower hatten wir das Problem, das haben wir auch zu 6 gespielt, dass die Übersicht. Da musstest du ja fast pro Runde einmal am Tisch laufen, um zu gucken, was liegt da. Was, und dann konntest ja jedes Feld der Mitspieler auch noch belegen. Und so, das fand ich heftig von der Übersicht. Zusätzlich würde ich eher. Ja, Jakira sagt danke. Findet das Solo auch nicht wirklich flüssig. Muss ich immer wieder einspielen. Dann ist es toll. Und Tino sagt, wenn er gezwungen würde, einen Rosenberg zu spielen. Am ehesten noch Agricola. Zum Glück zwingt ihn aber keiner. Du würdest dich, glaube ich, sehr gut mit Jochen verstehen. Der spielt das genauso gerne wie du alles. Ich bin dran. Ich möchte drehen. Eine Fähigkeit aufsteigen. Und zwar hier. Da kann ich nochmal 3-mal drehen. Und kriege noch einen grünen Stein. Upsi. Und 2 Punkte. Und dann bist du dran. Ja. Da sind wir jetzt bei 3. Bei 4. Ich möchte gerne passen. Mhm. Mach doch. Und ich möchte gerne. Ich nehme diesen. Ja. Es ist alles, alles weg. Und kurz gucken. Auch bekomme noch einen Punkt für den hier. Und dann bist du dran. Mhm. Also mit Einkommen. Du bist ja nach wie vor stark. Okay, du hast gesagt, dass sie darf ich machen, weil ich möchte, ne? Ja, okay. Jetzt im Einkommen. Ja. Aber wann ja, ja. Ist deine? Also wie rum und alles. Das ist deine Entscheidung.
So, dann hat sie das nämlich 4. Das bekomme ich. Also das nochmal 2. Und nochmal 2. Das bekomme ich. So, und jetzt hätte ich gleich gerne 2 violette noch. Sofort. Das bekomme ich. Und 3 Drehungen. 4, 5. Da kriege ich nochmal 3. Geht sofort los. 7. Nochmal 4 Drehungen und 2 dazu. Okay. So, ich bekomme auch noch 2. Bitteschön. Gut, ich fange an. So. Falsche. Entschuldigung. Der hier ist jetzt terraformed, ne? Ja. Also. Ein Erz weniger. Ja. So. Der ist terraformed. Kommt der da wieder oben rein oder? Nee, den hast du weiterhin. Den hast du auch vor Ort. Ach, den habe ich auch vor Ort. Ja. Man kann damit jetzt immer wieder neu. Ah. Okay. Sofort schleiche ich auch immer wieder rum. Ich habe nur Angst, dass es seicht sein könnte. Worker Placement habe ich eigentlich mehr als genug. Nur die Rezension, nicht immer so Pussy was. Da ist mittlerweile eine zweite Partie Empires of the Void. Nee, die gab es noch nicht. Die muss aber demnächst mal kommen, weil ich fand das Spiel eigentlich ganz toll. Und Waterdeep müssen wir auch noch spielen. Haben wir auch noch ein Pile of Shame mit Erweiterung. Ich glaube, wenn mit Erweiterung, würde ich es glaube ich spielen. Interessant eure Diskussion, sagt Bratz. Mir hat Gaia Project ausgesprochen gut gefallen. Etwas komplexer als Kepler, aber ich finde es wirklich spannend und erhält mich dadurch ausgesprochen gut. Ich finde es zum Beispiel deutlich besser als Terra Mystica, da beim Gaia Project der Fortschritt direkt auf dem Spielbrett zu sehen ist. Hingegen ich beim Terra Mystica auf der Leiste des Kultplans entlanglaufen kann, ohne dass es dadurch einen Unterschied auf dem Spielbrett merke. Das stimmt, der Tech Tree ist grandios umgesetzt, das stimmt, absolut. Das finde ich auch. Oder anders ausgedrückt, der Fortschritt beim Gaia Project bringt mir direkte Verbesserungen, die ich sofort spielerisch umsetzen kann. Das finde ich grandios. Ist auch so. Das stimmt, definitiv. Definitiv. Also ich finde es auch, wie gesagt, also ein gutes Spiel. Würde ich, ob ich es jederzeit spielen würde, also da habe ich echt andere Favoriten noch. Aber ich mag das schon. Ich mag das schon, definitiv. Dieses ganze Optimieren und so, das macht Laune. Du bist dran, ne? Mhm. Ach so. Also für 2, 1, 2 und für einen, nee, für 2. So, möchte ich gerne hier drauf bauen. Mhm. Einen kriegst du mal 2 Punkte. Ach so, und Runden. Habe ich schon. Umgedreht habe ich noch. Ja. Ach, das ist jetzt so. Aber wenn du baust in dieser Runde, ne, oder? Ja, wenn du es in dieser Runde errichtest. Was errichte? Wenn du eine Akademie baust oder einen Regierungssitz, den wir schon gebaut haben. Mhm. Okay. Also die sind alle wieder frei. Und dann bin ich dran, ne? Mhm. Dann möchte ich gerne für 4 Drehungen 2 Erz. Und du bist dran. Mhm. Hast du schon die Regierungssitz? Ja, das Ding da. Ja, teuer. So, und ein Satellit kostet ein
ein Satellit kostet einen, den du im komplett rausnimmst aus der Schale. Mhm. Aus irgendeiner Schale. Du kannst auch aus eins nehmen und damit besser drehen können. Das ist natürlich eine coole Option, eigentlich auch wieder. Da sind schon tolle Ideen drin, definitiv. Also auch dieses, was ich schön finde, ist, dass dieses dieser Steinvorrat, dass der nicht mehr so starr ist, also die Machtsteine, dass die dazukommen können als Einkommen und nicht einfach nur als Einkommen gedreht, sondern eben auch als neue Steine. Und Champions of Midgard muss ich, glaube ich, langsam auch mal ran irgendwie. Das wird, irgendwie findet es jeder cool. Aber die Erweiterung sollte man haben, ne? Ja, dann baue ich jetzt eine Regierung. Bau dir mal eine Regierung. Ich baue mir eine. Ich möchte das nicht. Da, ich schaffe nicht eine zweite. Ja, ich bin am Hadern. Baue ich den jetzt aus? Also setze ihn jetzt einen höher. Und mache hier draus. Ja, es wird immer gemunkelt, dass das in der Schmiede kommt, ne? Nee, ich baue eine Regierung. Also eine Allianz. Und ich setze dann hier einen Satellit hin. Ich, ne, sind doch 3, 5, 6, 8. So, und dann hattest du gesagt, den kann man nicht umdrehen. Den kann man nicht umdrehen. Das kann, zählt nicht als Grüner. Da bekomme ich 2. Zwei ist das natürlich auch nicht schlecht. Hinter sich den hier. Hast du 7 Punkte und 6 Goldstücke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 Gold. Geld. 6 da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sag mal so, wenn du eine Schmiede schaust, steht es jetzt, das ist in Vorbereitung für Anfang Sommer. Also jetzt irgendwann geplant ist. Ich bin mal gespannt, ob das kommt. Das wäre jetzt schon sehr interessant. Mit Erweiterung eigentlich, weiß das jemand? Christi, ist Champions vielleicht etwas zu seicht? Ist halt Bier und Brezel, aber lecker. Ja, ich mochte ja auch Räuber der Nordsee. Ich bin jetzt ja nicht so der übermäßige Wikinger-Fan, aber meint ihr es zu seicht, echt? Aber mit Erweiterung nimmt das da ein bisschen Fahrt auf? So, ich möchte gerne bauen für. Du hast. Nochmal, wo hast du? Du hast die Allianz da gegründet, ne? Mhm. Gut, und dann würde ich jetzt gerne bauen, wie gesagt. Und zwar für. Ja, 3. Und. Also, ne, Quatsch. So, 2 Erz und 3 Geld. So. Da ist er schon. So. So ist es. Und dann möchte ich da ein Handelszentrum errichten. Da bist du dran. Mhm. Ich möchte gerne hier. Mhm. Das war's schon, ne? Mhm. Musst du wieder 6 verschieben. Ach so. 2, 4, 5, 6. Gut. Dann möchte ich. Ich weiß nicht, ob es Verschwendung ist. Diese beiden Steine. Zu Erz machen. Mhm. Und dann möchte ich sechs Erz ausgeben. 6 Geld. Und baue dieses Zentrum hier. Und das gibt mir 5 Punkte. Habe ich mal 49. Die Punkteleiste liegt total doof. Du musst es übernehmen. Wohin 49, also ich stehe schon einigermaßen also, richtig. So, das ist das. Dann bist du wieder dran. Ja. Ich möchte.
möchte gerne auch bauen. Halt, ich kriege ja, ach, Entschuldigung, ich kriege ja auch noch so ein Plättchen hier. Die habe ich, das hätte ich gerne. Ich möchte gerne die drei hier ausgeben. Und dafür zwei. Legst du das da mal eben ab? Das da. Das da, ne? Dann bin ich dran. Dann gründe ich eine Allianz. Das Ding ist 4 wert jetzt durch dieses Plättchen. Und das ist 3 wert, was auf dem Heimatplaneten bei mir steht, macht 7. Dann gebe ich einen ab für den Satelliten und habe da die Allianz gegründet. Und für die Allianz nehme ich nochmal so ein 12er Plättchen. Jetzt müsste ich auf 61, bitte. Danke. Dann bist du dran. Hier musste ich noch hoch, das habe ich hier noch nicht gemacht. Du bist dran. Erweiterungen sind nicht gelistet, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie ebenfalls umgesetzt werden. Das Spiel spielt aber vom Grundspiel rede. Okay, alles klar, danke. Weil alle Erweiterung ist Pflicht, mal uns ist okay. Ja, es war mir mal auf den Schlag immer so ein bisschen viel Kohle für das Spiel, dafür, dass ich nicht genau weiß, ob es mir echt gefällt oder ob mir es doch vielleicht tatsächlich zu seicht ist. Mir da so ein, das wäre fast 100 Euro dann alles, alle drei zusammen, das habe ich dann immer gelassen. We will see. Bei COM braucht man wirklich keine deutsche Version. We will hope. Wie sieht es eure Grafikkarte wieder fit? Ja, Gott sei Dank. Ja, was heißt, es ist halt eine neue Karte. Und das sind immer so Schläge ins Kontor, die mal zwischendurch kommen. Für was kriegt man halt eigentlich alles noch Siegpunkte? Was ist denn das? Ach, das sind die Anzahl der Gebäude, die man in Allianzen hat. Das müssen wir auch nochmal eben angleichen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 bei mir. Und bei dir sind es, deine Allianz ist das hier, ne? Das sind 4. Also kriegst, wer die meisten Gebäude in Allianzen hat, da ist er bei 10. Und wer die meisten Gaia-Planeten, da gibt es dann 18, 12, 6. Da liegst du ganz gut. Okay, ich möchte gerne, ja, ich möchte so viel. Ja, jetzt, für 2, 1, 2 und 5 Geld, 1, 2, 3, 4, 5. Gerne das hier bauen. Und ich möchte gerne dann bin ich da. Beziehungsweise kann ich dann woanders hin? Nee, ich muss da ja hoch. Okay, dann habe ich den aber noch nicht. Dann bist du dran. Was ist der da in der Mitte? Einmalig. Der hier? Der da drunter. Der? Ja. Da kriegst du einmalig ein Wissen für jede Sorte Planet, die du terraformiert hast. Das sind 1, 2, 3. Genau. Das geht besser. Als COM standen wir jedenfalls vor Aufregung auf den Stühlen. Echt? Okay. Gaia Project schon lange auf dem Schirm. So richtig warm bin ich mit dem Spiel bis jetzt noch nicht geworden. Auch durchs heutige Zuschauen ändert sich nichts dran. Also mir gefällt es heute wieder besser als beim letzten Mal, sag ich mal. Ich
Ich weiß aber zum Beispiel auch Leute bei uns in der Spielgruppe, die sagen, die spielen das auf gar keinen Fall mit. Wollen sie gar nicht. Und man muss da, glaube ich, echt Bock drauf haben. Playstation sagt, ihm reicht Terra Mystica. Ellie reicht auch Terra Mystica, würde ich sagen. Ne? Ja. Ach, das ist jetzt ärgerlich. Bin mir noch nicht so sicher. Das Setting finde ich auf jeden Fall schön, aber Terra Mystica, aber... Da gebe ich Bratz recht, das mit den Technologien, das ist schon cool gemacht. Mit den 3 Siegpunkten, das ist was. Das da? Mhm. Das ist, glaube ich, immer wenn du ein Gaia-Projekt... Immer wenn, meine ich. Also es ist jetzt ziemlich spät am Abend dafür. Immer wenn du eine Mine auf einem Gaia-Projekt errichtest. Okay, ich die wäre am Anfang cool. Hier ein Hoch. Mhm. Die 7 Punkte. Alles klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mhm. Ich werde mal diese Aktion hier ausführen für den Grünen. Ach so, ich habe hier gebaut. Ich weiß nicht, ob du drehen darfst. Oh ja, das darf ich. Und zwar 4 für 3. Ich glaube, ich hast du ja auch ein paar Mal vergessen, ne? Hier hättest du auch drehen dürfen, stimmt. Da hättest du, da hast du gebaut, ne? Da war vorher eine Mine. Mhm. Nicht, ein paar Mal nicht, sondern einmal hättest du das jetzt können. Weißt du? Für einen Siegpunkt. Oder? Da war eine Mine. Ne, ein Handelshaus, ne? Mine? Ne, eine Mine, ne? Ja, Mine, das dann das für keinen Siegpunkt einmal drehen hättest du dürfen. Okay, und dann habe ich ja noch vom Handelshaus abgegradet. Also den hast du jetzt. Einmal dürftest du noch. Kostenlos. Ja. Weil jetzt hast du jetzt. Oder nee, hast du jetzt. Nee, du hast. Dann war dein Handelshaus vorher. Mhm. Denn für einen Siegpunkt dürftest du jetzt noch. Nein, möchte ich nicht. Okay, das ist schade. Alles klar. Ich habe mir da den Grünen und jetzt bin ich wieder dran. Da hoch. Ja, schieben. Ich dürfte jetzt auch noch mal drehen. Ne? Und zwar für 3 Punkte 4 Mal. Ich riskiere das. Warte mal, was liegt denn da überhaupt noch? Ja, mache ich. Ach nee, Quatsch, das lohnt sich. 4 Mal darf ich drehen. Ne? Dann komme ich ja da höchstens hin. Vorher hast du noch ein Handelshaus daraus gemacht, ne? Erst Mine, dann Handelshaus, das hatte ich, da hatte ich auch nicht gedreht. Da hatte ich auch einen Handel, da könnte ich nämlich noch einen hätte ich drehen können. Aber nicht dahin den. Für einen Punkt. Ne, ich drehe nicht. Nein, ich kann da keinen Punkt entbehren. Ich drehe gleich erst. So, ich habe 5. Dann drehe ich jetzt 4 Mal. Für 4 Mal kriege ich einen grünen Stein. Dann gebe ich 2 grüne Steine aus. 3 kostet das. Verdammt. Da kann ich mir ein Plättchen nehmen, ne? Oder wie ist das? Was war das nochmal? Aber dann mache ich trotzdem erstmal was anderes. Okay. Das muss ich mal sehen. Dann spiele ich erstmal meine Spezialaktion. Und zwar spiele ich die, der kann hoch und der kann hoch. Am meisten Sinn macht aber der. Dann bist du erstmal wieder dran. Mhm. Die kostet 3. 1, 2. 1, 2. 3. 4. 3. Ich möchte gerne hier bauen. Für 3. Hm. Und für 2. Möchte ich hier gerne noch das da hin
da könnte ich jetzt wieder viermal drehen. 3, 1, kommt nicht hin. Ändert sich nichts. Nee, möchte ich nicht drehen. Und 3 Siegpunkte ist mir auch zu viel jetzt. Ach. Trotzdem drehe ich 4 und besorge mir den Stein. Lass den aber da noch liegen. Ich passe. Ich bin noch nicht fertig. Das kann ich jederzeit. Das ist keine Aktion. Ach so. Dies ist keine Aktion. Der ist wieder frei. Ich möchte nämlich passen. Passt sehr gut, dass ich passe. Gut, dann gibt es Ressourcen. D. Dann bekomme ich Geld. 5. Drehen hat sich bei mir jetzt 12. Gar nicht gelohnt. 1, ne? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bin ich nie zugekommen. Hör doof. Ja, einmal habe ich, glaube ich, da unten abgedeckt. Zweimal. Super. Natürlich echt nicht. Das ist ja nicht schön. So, sind 4. 6, dann kriege ich 2, 3, noch 4 Drehungen. 3. 2 dazu. 3. Und 1. Einer. Dann erst 2 dazu. Frei. Ach, ich doof. Das, und dann kriege ich noch 3 Erz und 2 Wissen. Und noch ein 4. Erz. Das Geld hatte ich, das Drehen. Das zeige ich, da hatte ich. Ja, alles klar. Gut. Dann geht's los, ne? Fange ich an. Dann würde ich erstmal diese Aktion hier machen und 4-mal drehen. Dann bist du dran. Beziehungsweise 2 müssen wir hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ach, der hat 4. Dann bist du dran. Batz, mach's gut, danke fürs Reingucken. Bis nächstes Mal. Was ist denn tschüss. Da? Du bist jedes Mal jetzt, wenn du eine Stadt drin hast, 5 Punkte. Aus der Allianz. Mhm. Ach, da. Der Erhalt eines Allianzmarkers, ja. Ganz, ganz gleich durch welche Aktion. Reverend findet es geiler als Terra Mystica. Dafür habe ich vorhin endlich Robinson Crusoe bestellt. Wurde mal Zeit. Schon ewig auf der Beobachtungsliste gehabt. Jetzt wurde erstmal Zeit. Bin bereit fürs Regelwerk. Ja, wir nehmen uns auch bald. Wir gehen auch bald ran. Spielt ja schon vom Thema her. Findest es geiler? Ich finde Champions of Midgard total klasse. Aber so zweistellig ist mir nicht so spannend vor. Bis jetzt immer zu viert. Ja, okay, das ist natürlich echt immer so ein Ding, ne? Aber sowas. Gut. Bei den Allianzen ist gerade 4 Ellie zu 5 Chris, oder was oder sich da. Warte, das haben wir nicht mitgemacht. Warte mal, ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Das ist verrutscht. Und Ellie hat 1, 2, 4, ja. Doch, ne? Das sind komplette Allianzen, ne? Die 4, ja. Ja, die eine kriege ich nicht mehr hin. Bin ich wieder dran? Nein. Ah. So, der hier weg. Genau, das machst du schon vor, das ist keine Aktion. Ja, 1, 1, 2,
und 1, 2. Hast du einen Grünen, um den zu besiedeln? Wie habe ich einen Grünen? Du hast einen Regierungssitz. Ach nee, Quatsch, durch die Allianz ist frei, dass du die Grünen... Was? Egal. Hättest du die Akademie gebaut, die hast du ja nicht gebaut, dann fällt ja diese Regel bei dir flach mit den Grünen und den Erzen. Wieso Grün und Erz und... Du kannst doch einen Gaia-Planeten nur mit einem grünen Stein besiedeln. Ich kann das nur. Und bei dir ist es ja so, dass du das mit Erz machst. Aber so wie du die Akademie entwickelst, die das mit grünen Steinen macht, machst du das auch nur mit grünen Steinen. Das meinte ich. Kriege ich jetzt anstatt einen grünen ein Erz, aber ich besiedel die auch mit. Du besiedelst sie aber auch mit Erz. Ja. Ist da bei dir so ein grünes ab? Ja. Schreck mich doch nicht so. Ich nee, alles gut. Werden jetzt von. Komplett falsch. Nein. So, ich bekomme jetzt nochmal 2 Siegpunkte. Mhm. Ich möchte für 3, bitte nochmal. Was hast du gerade, wo hast du gebaut? Da kommen die rein. Das Mist. Die habe ich schon. Nein, da muss ich erstmal hier hoch. Da kriege ich aber auch nur 3 für. Das ist eigentlich Mist, da jetzt hochzugehen. Das ist viel zu riskant. Dann gebe ich jetzt erstmal 3 Grüne aus und mache diese Aktion und werte mein Stadtplättchen für 12 Punkte nochmal. Kriege nochmal 12 Punkte. Bin ich bei 73. Ja, es kommt noch eine Endwertung. Die wirst du reißen wahrscheinlich, so wie es da gerade. Lass mal sehen. Du hast ja gerade den Gaia-Planeten wieder besiedelt, ne? Das ist dein 5. Ja. 1, ja. Das sind schon mal 18 Punkte hier. Auf jeden Fall bist du dran. Mhm. Ja, keine Drehung, kein Geld, kein X. Olli, mach's gut. Besten Dank fürs Zugucken. Tschüss. Dienstag beim Counterclip mit einer Aufnahme. Ja, definitiv. Wird gemacht. Bis Dienstag, Olli. Guck mal, kann ich den sofort, ne? Hier für 4. Ja. Ja. Da ich ja schon von Anfang an nicht drehen konnte. Ja. Gebaut. Einer fehlt noch.
was ich machen kann. Nee, kann ich auch nicht. Wenn ich jetzt auf dem Planeten siedle, also auf den ersten, achso, ich bin auf, ja, sind drei, sind vier, muss ich vier ausgeben. Komm ich auch nicht hin. Aber ich könnte da hochrutschen. Danach ist Schluss, ne, nach der Runde. Ja, der Runde, ne. Für 1, 2, 3, 4 möchte ich gerne hier einen hoch. Hier? Ich kann jetzt mal diese Aktion hier machen. Kriegt einen grünen Stein für. So, für den bezahle ich jetzt einen weniger. Mhm. Dadurch, dass ich jetzt auf zwei bin, ne? Ich bezahle jetzt nur noch zwei, ne? Zwei Erz pro Terraformschritt. So. Dann bezahle ich für den noch gar nichts. Wenn jetzt hier nur einer steht. Nee, du kriegst ja einen Schritt. Ja. Der kostet, ein Schritt kostet zwei Erz. So, ich stehe jetzt da oben auf. Zwei. Zwei. Das heißt, der Schritt kostet zwei Erz, dieser eine Schritt. Wenn du das nächste da machen würdest für zwei. Nee, das da. Das kostet da. Zwei Erz. Kostet trotzdem zwei Erz. Ja, sonst kostet es drei. Das Wuschel. Hallo. Hallo. Doch noch geschafft. Ja, schön. Das freut uns. So, was kostet mich das jetzt? Zwei Erz. Zwei Erz. Im ersten Level. Ja. Ja, das ist das Einzige, was ich noch machen kann. So, zwei sind drei. Und zwei Geld. Ich habe eine Flugweite von... Okay. Du kriegst keine Stadt mehr hin, ne? Keine Allianz. Nee. Kein Geld, kein nix. Ich bräuchte einen noch. Alles andere bringt mir nichts mehr. Nochmal sechs Punkte gleich, ne, beim Passen. Mhm. Die müssten dann reichen. Das ist es. Das ist es. Wie komme ich denn jetzt noch hier? Blödes Level noch hoch. Das ist der letzte, den ich habe. Das ist so ein Mist. Es fehlt ein dümmlicher Wissenspunkt. Aber was bringt ihr denn, da hoch zu rutschen? Dafür kriegt man ja keine Punkte, ne? Wo? So. Nee, also das würde mir im zweiten. Danke. Das würde mir im richtigen Bereich, würde es mir aber noch einen grünen Stein geben. Das ist das Ding. Ja, ich das hätte gerne den auch noch gebaut. Ja, lass uns das doch einfach machen. Nein. So, drei. Dafür könnte ich davon zwei viel davon drei. Bringt aber alles nichts. Hier könnte ich dafür kriegen, auch nur, wollte ich auch viel für. Wie kann ich den kriegen? Vielleicht gar nicht mehr. Jetzt würde ich gerne mal passen.
kannst ja. Ja, schieben. Aber auch das nützt nichts mehr. Machst du es gewonnen? Nee, weil man kriegt doch nicht. Ich kann ja auch nichts mehr machen. Es müsste relativ knapp für dich ausgehen durch die 6 Punkte. So, ich habe davon noch 3. Vielleicht geht da was in der Richtung. Das bringt aber auch nichts. Der bringt auch nur Geld. Der würde mir den 4. davon bringen, auch das nützt nichts. Was bringen da hinten noch ein Siegpunkt? 3 Geld, 3 Wissen und 3 Ehre. Jeweils 3 bringen immer Geld. Oha. Okay. Das hier bringt noch. Was ist das? Für jede Technik, in der du 3, 4, 5 bist, gibt es jeweils nochmal 4 Punkte. Also doch. Aber das ist ganz hier oben, ne? 3. Da gibt es einmal Punkte für mich. Das war's auch. Shit. Ich kann aber nicht mehr, ich kann nichts mehr tun. Ich komme nicht mehr an so ein blödes grünes Teil ran. Mir fehlt auch noch ein Wissenspunkt. Ein blödes grünes Teil, das möchte ich gerne nochmal wiederholen. Okay, die habe ich jetzt völlig außer Acht gelassen mit den Siegpunkten. Ellie kann noch eine Allianz gründen, sagst du auf ihn? Wo? Das ist eine. Aber das ist die 2, 4, 5, da nicht. Nee. Also wenn, dann müsste ich hier, könnte. Klar, du kannst natürlich wie blöd verbrennen, ja. Also das wäre, der käme hier rein. Ich mach das jetzt mal eben kurz. Ja. Schauen wir mal. Zwei, drei. Wieso kann ich durch? Ja klar, können mehrere in ein Feld. Eins, dann musst du hier weitermachen. Zwei, drei. 4, 5, 6, 7 oder da, wo auch immer. Okay. Jetzt bist du hier, das sind ein Punkt, 3, reicht ja schon. 5 sind 7, ja, dann hast du eine Allianz gegründet. Das wird der Sieg sein. Dankeschön, Saufi. Diese Info musste ich weitergeben, das war nur fair. Aber eigentlich hat Saufi gewonnen. Das ist ja letzte Runde, ich brauche die nicht mehr. Doch, es können mehr Satelliten in ein Feld. Das steht extra drin. Warte. Da kann ich mich tatsächlich dran erinnern. Siehst du, das wusste ich nämlich auch nicht. Deswegen, das muss mehrmals gespielt werden. Man muss wirklich jeden Kniff hier kennen. Würdest du es ja nochmal spielen? Hier gibt es doch die Schale. Schwarz. Ja, dann hast du das hier nämlich auch gerissen, ne? Ja, echt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass durchaus verschiedene Völker jeweils einen Satelliten auf einem demselben Weltraumfeld platzieren dürfen. Das geht. Tja, nehme ich jetzt noch ein Wissen? Oder, weil zwar Wissen könnte ich auch da noch die Punkte bekommen. Das sind 4 Punkte, aber das sind 12. Das ist. Hi, Angelo und Melli. Hallo. Ich nehme auch die Zeit. Letztes Mal haben wir schon gefragt, da wart ihr aber, glaube ich, schon offline. Wann geht ihr online? Also, klingt es so, wann geht ihr online mit euren Videos? Finde ich total spannend. Das Spiel liegt leider seit Essen auf dem Pile of Shame. Die Mods hat es auch lange gebraucht, bis es auf den Tisch kam. Also, ich habe das, glaube ich, das erste Mal im März gespielt oder April, musste ich gucken. Aber ich kann nach wie vor nichts tun. Du kannst jetzt wieder Optionen jetzt? Ne, ich habe die 12 Siegpunkte genommen. Also die 12 genommen. Hast du ja schon vorgesetzt, ne? Mhm. Tja, dann passt es. Danke, Saufi. Florian Spiel. Hi, moin.
Cool, schaue ich jede Woche, spiele gerade Lords of Hellas. Ja, das spielen wir morgen eventuell auch. Ach, und ich kriege noch wieder Physikpunkte für Allianzkunden. Ja. Ja, das ist im Sack. Haben heute mit dem Kanal mit neuem Logo gestartet. Wie und wie viele und was an Videos kommt, ist die Frage. Finde ich eine coole Idee, bin gespannt. Ja. Ja. Ich glaube, ich muss es lassen. Wenn ich diesen hier nicht kriege, den zweiten, dann kann ich damit nichts tun. Du hast auch nichts gebaut mehr, ne? Mhm. Wo ich wenigstens was drehen könnte noch. Nee, nur den hinten. Ich komme ja auch nicht ran. Könnt jetzt noch, aber. Machst du noch? Nein. Schade. Ne, okay, dann. Also dann müsste ich ja den wieder abgeben und. Ja, dann sind wir durch. Dann rechnen wir mal ab. Warte, ich bekomme noch 2 Siegpunkte. 2, 4, 6 Punkte. Ja, das hast du gesagt. Verdammt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. So, dann gibt's hier 6 Punkte für mich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18 für mich. 18 für dich. Das sind 6 für mich. Und ihr kriegt 2 platziert. Wie war das nochmal? 15, glaube ich, dann für dich. Du warst zumindest im alten Terra Mystica. Moment, erzähl ich gleich oder erzählen wir gleich. Ich kann mit der Rassenfähigkeit noch eine Stufe hoch, aber ich muss ja immer die niedrigste nehmen. Das ist diese hier. Und da komme ich eh nur in 2. Das ist der Mist. Also ich krieg keinen mehr in 3. Hier kriege ich als Bonus 3 neue in Schale 1. Die wären mir bei einer eventuellen Drehung nur ein Hindernis gewesen. Deswegen habe ich das eigentlich nicht mehr gespielt. Also hätte nichts mehr gebracht, die letzte Drehung da. Ja, erster und zweiter wird zusammengezählt. Was sind dann für dich 15? Das hätten wir da. So, jetzt gibt es für jeden in Level 3, 4 oder 5 gibt es 4 Punkte. Das ist einmal für mich 4 Punkte, ne? Mhm. Und jetzt gibt es noch für je 3, 3, 3. Kann ich mir eben machen. Ich habe 15, 21 Geld, sind nochmal 7 Punkte. Dann habe ich noch 2 Punkte hierfür. Und ich bekomme noch einen für den. Ja. Herzlichen. Dankeschön. War auch ein Stück Arbeit für mich. Ja, natürlich. Richtig Arbeit. Und nochmal danke, Sophie. Aber auch wieder nicht. Zwecks Balancing. Ja, sonst wenn natürlich das alles so hochreißen müsstest. Also mir hat Spaß gemacht, gibt's nichts. Also ich ist jetzt, wie gesagt, ich finde es nicht das große Riesen, also jetzt hier, Angela hat ja auch gefallen, das große Riesenmeisterwerk, so. Es ist für mich ein aufgewertetes Terra Mystica. Ich fand Terra Mystica schon ganz cool, aber irgendwann hatte ich daran so ein bisschen die Lust verloren. Und das ist schon gut. Das Schönste daran ist wirklich, da gebe ich Bratz nochmal recht von vorhin, der Tech Tree. Der Tech Tree ist klasse, weil es ist wirklich das, was du machst, direkt darauf auswirkt auf dein Spiel. Du kannst da wirklich comboartige Sachen machen. Das macht mega Laune mit dem Technik. Ja, aber das ist mal, das im Vergleich zu den Tempeln aus Terra Mystica. Aber das ist das, was ich meine. Das Spiel ist überhaupt nichts für Spieleinsteiger, dieses Spiel. Wenn das wirklich einer schon 2-3 Mal gespielt hat. Ich wäre jetzt, zum Beispiel Chris hat nie erwähnt, dass hier 2 Stück drin liegen können. Habe ich das nie erwähnt? Nee. Das sind so Kleinigkeiten, sind, ne? Die sind wie gesagt, dann, das sind dann solche Kleinigkeiten. Da wäre ich auch nicht drauf gekommen, da jetzt so eine Strecke dahin zu basteln. Ne, so querfeldein. Was ist jetzt dein Fazit nach dem ganzen Spiel wieder? Nach diesem hier? Ich mag Terra Mystica lieber. Mhm. Aber es liegt auch, wie gesagt, am Thema. Ich spiele lieber. Also da würde ich lieber Zwerge vorziehen. Aber nicht, dass dir das hier zu dicke ist, komplexitätstechnisch. Nein, das hat überhaupt ja nicht, nichts zu tun. Nee, ne? Aber ich hätte mir, wie gesagt, also das Spiel muss auf jeden Fall öfters gespielt werden. Wie gesagt, um kleine Feinheiten auszuhebeln. Beide gut gespielt, Dankeschön.
Und ja, wie gesagt, oder eine vernünftige Übersicht. Auch was zum Schluss, ich habe da die Wertungsdinger, habe ich gerade erst jetzt, also vorhin drauf geachtet, wie ich dich gefragt habe. Ja. Dass man dafür auch nochmal Punkte bekommt. Ne, denn wer hätte ich ja geguckt, dass ich eventuell nochmal irgendwo da ein bisschen mehr. Ja, habe ich auch heute nicht erklärt, letztes Mal ja. Aber das ist ja auch schon zwei Wochen her. Ne? Ist es in deiner Gunst gestiegen, Hobby? Ne, warum druckt man die beidseitig mit demselben und macht hinten nicht nochmal irgend so eine kleine Abrechnung? Also Wertungszusammenfassung. Also die Spielhilfen sind wirklich... Ja. Ne, nochmal so eine, wie gesagt, eine Wertungszusammenrechnung, dass man immer nochmal gucken kann, das und das und das. Zum Beispiel. Genau. Die Mäuse ist vermisse ich heute. Genau. Ja. Wieder unterwegs. Aber trotzdem, volles Haus, das finde ich auch schön. Sind eigentlich genauso wichtig alle. Ja. Also nicht, dass jetzt hier irgendwie jemand sich jetzt herabgesetzt fühlt, um Gottes Willen. Ich dachte nur, weil das ja auch so riesen Fans sind von dem Spiel, dass sie dabei sind heute. Wemser, hi. Hi. Eure Runde läuft ja noch. Ja, wir haben ja relativ spät angefangen heute. Ist es in deiner Gunst gestiegen heute? Nee. Ist nicht dein favorisiertes Spiel, ne? Vielleicht so nach dem dritten oder vierten Mal, wenn es sich dann verinnerlicht hat. Sagen wir mal so. Mhm. Dann, ich mag ja optimieren. Ich mag optimieren. Es ist ja natürlich auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau, was ich auch unheimlich gerne mag. Aber wie gesagt, da reinzukommen und ja, find ich unheimlich schwer. Das stimmt. Hier Richard Peikert schreibt, definitiv eine Lernkurve. Alle Erstplümpchen, die er gespielt hat, lagen um die 100, während damit chancenlos gegen meist 150 bis 170. Naja, genau. Ja. Und wir haben auch viel, haben wir noch nicht. Also, das ist mein viertes Spiel hier auf dem Buckel mit echt Abständen dazwischen. Ich kann mich hier überhaupt noch nicht als irgendwie erfahren bezeichnen oder so. Ich bin auch, das sage ich auch, wie gesagt, wartet noch nicht auf eine Rezension. Das bin ich noch weit von entfernt. Muss ich echt sagen. Bei diesem Spiel wärst du nicht gerecht, wenn du es nach 5 Spielen rezensierst. Okay. Oder so. Um Gottes Willen, das geht gar nicht. Also, lieber ein bisschen später und fundierter als. Jetzt da ins Blaue hinein, mir irgendwas zusammenzureimen. Um Gottes Willen, das sind ja bei zu Tisch auch immer nur Vermutungen. So, ne? Je komplexer ein Spielsatz auf, desto mehr Partien brauchst du, um ein Spiel zu können. Eigentlich ganz normal. Ja, eigentlich ganz normal. Das stimmt. Das stimmt. Das hat schon eine enorme Lernkurve hier. Linda muss los. Ja, schöne Woche, Linda. Tschüss. Besten Dank fürs Zugucken. Und Glückwunsch, Ellie hat sie auch noch. Ja. Dankeschön. Wenn einem Terra Mystica nicht zusagt, kann man dann getrost einen Bogen um Gaia machen. Ich sag mal, es kommt darauf an, warum einem Terra Mystica nicht zusagt. Wenn du Terra Mystica Mist findest aufgrund Fantasy, was ich nicht glaube, dann ist das hier anders. Wenn du Terra Mystica doof findest, weil die Tempelwertung dir zu unthematisch ist, das ganze Spiel ist unthematisch, aber dann hast du hier eventuell mehr Spaß. Wenn die Terra Mystica zu easy ist, ist das hier eventuell eher was für dich. Aber wenn du diese ganzen Terra Mystica Mechanik mit sehr eurolastig und sehr wenig Thema nicht magst, dann würde ich hier, glaube ich, auch die Finger von lassen, oder? Ja. Wenn du sagst, Terra Mystica ist nicht mein Ding, dann muss man hier, glaube ich, echt aufpassen. Der dritte Spieler kommt, ja, jetzt geht's los. Schuschu. Große Weltraum-Tai. Sieht man auch in jedem Fantasy, was Fantasy, in jedem Sci-Fi-Rollenspiel eine Katzenrasse, ne? Ja. Ja, ziemlich. Ist ja auch ein Ball. Da. Ja, hier ist auch ein Ball, ja. Aber ich muss sagen, ich sag's auch ganz ehrlich, ich will nicht hoffen, dass man das gemerkt hat, aber ich hatte echt nicht so viel Bock auf das Spiel heute, das zu spielen. Und das hat sich geändert im Laufe der Partie. Also es hat mich dann doch mitgerissen, auch wenn man es vielleicht nicht gemerkt hat. Aber wir hatten es jetzt angekündigt, wollten das hier schon wieder einen Haufen schmeißen. Und Ellie hat aber auch Lust, jetzt endlich weiter zu erkunden. Ja. Und, aber so wie ich das sehe, wird Ellie jetzt nicht allzu oft spielen mit mir. Ne? Mal gucken. Eventuell spielen wir Samstag Sci-Fi. Spielen
spielen wir Samstag Sci-Fi. Ich dachte, wir wollten was mit Fantasy machen. Schuschu. Ja, oder was mit Raumschiffen. Also hier Star Wars. Das ist ja nicht Sci-Fi. Mhm. Ach so, Star Wars Rebellion. Ja, vielleicht. Da sitzt ein Monster auf dem Tisch, ja? Mhm, ein großes Monster, das glaub ja. mal. Das frisst Kabel. Ich habe jetzt keine Tütchen mehr. Hat man nicht gemerkt, war ein schöner Abend. Das ist schön, Gott sei Dank. Schnell ohne Fliegenklatsche. Das machst du? Stimmt, da ist auch wieder eins. Mhm. Schuschu, wäre super, wenn du das stehen lässt. So, hier sind leere Tüten. Nein, also ganz klar Spaß gemacht. Aber Spaß hat sie hoffentlich auch gemacht. Ja, klar. Spiel macht immer Spaß. Das ist schön. Was spielen wir jetzt? Ich weiß nicht, wie viel Uhr wir haben. Nee, wir haben 10. Das werden wir sich nehmen. Morgen geht die Woche wieder los. Aber wir sehen uns Dienstag. Auf jeden Fall. Ich mach schon. Danke, Schuschu. Ich mach. Dienstag sehen wir uns. Oh. Wenn es jetzt gerade dumpf geknallt hat, dann ist Schuschu das Mikro umgeschmissen. Ja, genau. Mädel. Warte noch. 10 Minuten. Wir schmusen doch gleich. Hm. Ja so Gute angehen. Nacht, okay. Saufi, besten Dank auch wieder für die Unterstützung. Elli bedankt sich, glaube ich, besonders. Ja. Aber Elli hat auch so gewonnen. Du hast mehr als 12 Punkte Vorsprung. Das war jetzt nicht nur die Stadt. Dienstag sind wir live, ja. Was kommt Dienstag? Keine Ahnung, was passieren wird. Also wir werden auf jeden Fall live klippen. Das definitiv. Mit einer Aufnahme diesmal. Und ich weiß nicht, ob es dann vielleicht noch ein Spiel in der Post ist oder so, was man zeigen kann. Das, wenn es neu ist oder wir zeigen mal was Altes. Mal gucken. Oder wir treffen uns einfach zum Schnacken. Mal gucken. Ja, deswegen, das ist schön. Das ist ganz offen. Das ist ja so, in der Schule ist das früher Verfügungsstunde. Zwei Stunden Counterklippen. Ja, ich glaube, dann rennt Elli hier irgendwann schreiend raus. Das könnte passieren. Ich packe jetzt mal die Plastikteile ein, Schuschu hier. Ja, natürlich. Ich habe jetzt diesen großen Marker. Schuschu ist eine Sie. Ich habe den großen Marker jetzt mal hier bei den Allianzmarkern mit reingebracht. Markus Schmidt pöbelt wieder. Markus Schmidt pöbelt. Ja. Das lese ich jetzt nicht vor. Mhm. Steht kurz vor der Sperrung. Nein, Quatsch. Ja, mein Schuschu landet vor mir, wenn sie mitspielt. Schuschu was? Schuschu würde vor mir landen. Ach so. Muggel Mathis. Gute Nacht. Ja, Nacht. Dankeschön fürs Reingucken, fürs Chatten und hoffentlich bis Dienstag. Tumi sagt, ich finde das Problem bei diesen komplexeren Spielen ist, dass man, wenn man es nach einem Jahr oder so wie aus dem Schrank holt, gefühlt wieder von vorne anfängt. Ja. Das ist wirklich so und das ist auch schade. Das Guckt ist auch euch das so eine... Spiel von gestern an. Ich kann es immer nur wiederholen. Da passiert das nicht. Das hat so ein... Das Tableau, wo man spielt... Herweihen. Das hat so ein tolles Tableau, das ist so selbsterklärend und man weiß sofort, was gemeint ist. Das hätte ich mir hier gewünscht. Ja. Wie alle Katzen immer gleich in die Box, genau. MB, moin, hi. Hallo. Wieder zurück. Wir sind am Einfangen. Ja. Lief gut. Elli ist nach wie vor nicht überzeugt, allerdings hat das nichts Regeltechnisches oder Spieltechnisches, sondern das ist einfach, sie mag Tarmusiker lieber, ne? Terra Mystica mag ich lieber, ja. Und wie gesagt, die Übersicht hier. Die fehlt die Übersicht hier, die ist nicht so groß. Ja, okay. Das sind halt so die Punkte. Ich liebe eure Katze. Katze plus Karton, große Liebe. Ja, ja. Aber sonst lief's gut. Ich habe Elli gewinnen lassen, wie jeden Sonntag. Und von daher ist alles schön. Und wie alle Katzen immer gleich in die Box. Neues Territorium erobern. Ja.
So ist das. So sind sie. Das Spielbrett. Moin übrigens. Marco Schmitzer, ich pöble nicht, ich analysiere. Hier werden gemeine Gerüchte gestreut, nur weil ich Merlin mag. Ja, das ist ein Grund. Das, wir nein, das tun wir nicht. Wir würden keine Merlin-Fans ausgrenzen. Nein. Es kann ja sein, dass du irgendwann auf den Trichter kommst, dass es eben doch nicht so gut ist, das Spiel. Deswegen bleib mal bei uns. Da wirst du es am ehesten mitkriegen, dass es nicht so gut ist. Das Zufallsproblem ist definitiv, würde ich sagen, da. Bei dem Spiel. Also das ist, hat eine extreme Varianz und diese extreme Varianz finde ich echt. Also was ich jetzt auf jeden Fall schon besser fand, ist die Charaktere auszusuchen nach dem, wie die Planeten liegen. Ja, natürlich. Natürlich ist das besser. Also das fand ich heute schon zum Vorteil. Wo ich das, wir haben es ja, wie gesagt, also ich habe es ja angespielt. Wir haben ja in der vorletzten Runde, habe ich gesagt, nee, komm. Ja. Das bringt ja alles nichts aber mehr. Das Zufallsding hat dir zum Beispiel sehr in die Taschen gespielt. Du hast eine Rasse gehabt, mit der du gut auf Gaia-Planeten spielen konntest, weil du für Erz auf dem Gaia-Planeten konntest. So, das ist das Erste. Dann gab es Endpunkte für Gaia-Planeten, für die meisten Gaia-Planeten. Und es war, lag zweimal in der Auslage Siegpunkte für Gaia-Planeten besiedeln. Das heißt, wenn Ellie voll auf Gaia-Planeten, 18 Punkte am Ende für die Gaia-Planeten, in den Runden, in denen man 3 und 4 Punkte für jeden Gaia-Planeten gemacht hat, den man besiedelt hat, Punkte, 2 extra Punkte für jeden Gaia-Planeten, den sie besiedelt, und solange sie die Akademie nicht freispielt, für einen Erz einen Gaia-Planeten besiedeln, statt für das grüne Zeug. Also, das würde ich sagen, das ist eine Varianz, die dir arg in die. Ich will deinen Sieg nicht schmälern, aber das würde ich sagen. Nee, aber genau das ist genau das, was wir letztes Mal mit dem Schwarm hatten, dass das einen Aufbau eine Rasse begünstigen kann hier bei diesem Spiel. Genau. Und, das, und zwar nicht nur der Planetenaufbau, sondern auch dieser Aufbau. Genau. Und das finde ich wesentlich besser. Gelöst bei Terra Mystica. Nein. Als wie das, was wir da komisch gespielt haben. Oder was ich da komisch gespielt habe. Ich habe gesagt, ach komm, lass uns einfach aussuchen. Ja, ja. Genau. Aber das ist natürlich ein enormer Vorteil für dich gewesen. Spielerisch. Ich rede von der ersten Partie. Ja. Die wir abgebrochen das haben. Das hier war aber ein enormer Vorteil für dich heute. Ja, eben. Das. Das fand ich viel besser. Nein. Dann verstehe ich nicht, was du meinst. Du verstehst mich jetzt überhaupt gar nicht. Erzähl doch mal. Wir haben, wie wir gespielt haben, haben wir die Planeten aufgebaut, Grundversion. Ja. Und haben dann irgendwelche Rassen genommen. Genau, und haben irgendwelche Rassen genommen. Einfach so, um reinzukommen ins Spiel. So, nicht ausgewählt. Ja. Und das finde ich wesentlich besser, da, wenn man sich die Charaktere, okay, es liegt, das weiß man, okay. Dann kann sich jeder seinen Charakter aussuchen, um zu gucken, wie am besten. Genau, aber du hattest wirklich, es waren 3 Sachen, an denen du wirklich für die Gaia-Planeten richtig Punkte machen konntest. Und so eine Maschine hatte ich nicht mit meinen Charakteren. Ne? Ich kam mit diesem Technik-Ding ganz gut hoch, aber diese Technikrasse, die legt auch dafür an, dass du relativ, die Technikrasse legt ja auch relativ easy dazu ein, verlangt ja von dir, dass du relativ gleichmäßig baust. Ja, Spatzel, aber das war auch selbstgemachtes Leiden, was du gemacht hast. Die 2 Dinger, die da oben lagen, die 2 grünen, die hättest du dir holen können. Nein, in der Runde musste ich einen Regierungssitz bauen, weil der Regierungssitzpunkte brachte. Ja. Dann hätte ich mir die holen können, aber... Du warst da wesentlich näher. Aber ich hätte den Regierungssitz nicht mehr bauen können. Und ohne den Regierungssitz hätte ich meine Sachen nicht ans Laufen, meine Drehmaschine nicht ans Laufen. Ja, ne? Das sind viele. Aber trotzdem finde ich, dass hier verschiedene Grundaufstellungen und verschiedene Rassen bevorteilen können bei diesem Spiel. Ob das positiv oder negativ ist, weiß ich aber nicht. Ja, aber wenn du jetzt die Rasse nicht genommen hast, die für dich positiv gewesen wäre. Ja. Na, vielleicht hätte sie ja auch. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wie gesagt, die 2 da oben, da warst du näher dran als ich. Ich musste einen ganz schönen Bogen machen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Der entscheidet der Grundaufbau, das glaube ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, man hat Vorteile im Spiel dadurch. Aber das kann Rassen. Ich glaube, so stark schmeißt es das nicht um, dass es das Spiel dann letztendlich aus den Angeln hebt. Dass derjenige, dass es von vornherein feststeht, wer gewinnt, das glaube ich nicht. So schlimm ist es, glaube ich, nicht. Weil du hattest ja, okay, ich habe mir immer so die Punkte geholt, aber du warst, was das eigentlich warst, du warst ja zuerst vorne. Ja, na ja, gut, aber abgerechnet wird ja am Schluss, ne? Das ist ja, das ist halt das, ne? Und dadurch, dass du also praktisch aber für jeden Gaia-Planeten, den du gesiedelt hast, im Grunde 3-fach Punkte gekriegt hast. Ja, aber Spatz, wie gesagt, aber es war doch 5, dann lasse ich doch 5 Punkte sausen und guck doch, dass ich die 18 kriege. Wie hättest du machen sollen?
Wenn du doch weißt, Spatzel, du warst viel, wie gesagt, viel mehr. Dann hätte ich ja voll auf deine Strategie mich einschwenken müssen, für die ich aber letztendlich nichts kriege. Doch, 18 Punkte zum Schluss. Ja, auch nur 18 Punkte, aber zwischendurch hätte ich nichts anderes machen können. Nee, nee, das ist ja keine Rasse gewesen, mit der du jetzt Gaia-Planeten bevorzugt aufbauen kannst. Mhm. Du zahlst ein Erz, ich ein grünes Ding. Ja, aber hast du nicht als Einkommen da irgendwie? Nein, nur wenn ich das Einkommensplättchen hatte. Und später, als ich eine Akademie gebaut habe, dann konnte ich mir eins besorgen, so ein grünes Teil. Du zahlst ein Erz, um so einen Gaia-Planeten zu besiedeln. Ja. Na, das ist wesentlich günstiger. Aber da muss man ja auch erstmal hinkommen. Ein Erz zu zahlen? Nee, für Gaia-Planeten? Dazu zu den Planeten. Ja, das ist nicht so schlimm. Die habe ich fast erst, die beiden habe ich erst fast ganz zum Schluss gemacht, weil der Weg zu weit war. Ja, aber vorher hast du andere gehabt. Musste um dich rum. Du hattest 6 Stück. Also das müssen noch welche, gewesen sein. Ja, ich habe ja auch... Auch mit dem Gaia-Former gearbeitet. Ja, Schatz, ist ja alles gut. Trotzdem, ich will ja deinen Sieg hier nicht schmälern, aber... Doch, das tust du gerade. Ja, das mag sein. Aber das ist, Das ist, glaube ich, das ist was bei diesem Spiel einfach passieren kann. So, Markus Schmidt sagt... Trikerion-Erweiterung. Habe ich noch gar nicht angeguckt, ehrlich gesagt. Noch keine Zeit gehabt jetzt am Wochenende. Wir haben Freitag das... Was denn? Nix. Der Trikerion-Erweiterung wird es geben. Mhm. Möchtest du eine? Ja. Ja, das darf man ruhig mal. Aufbau machen dann um die Rassen bieten. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Habt ihr Heaven and Ale hier eigentlich mal gespielt? Ja, das haben wir gespielt. Live und haben wir auch schon rezensiert. Auch rezensiert. Großartiges Spiel. Ich finde Ellie klasse. Erst macht sie Chris fertig und dann führt sie ihm seine Fehler auf. Ellie Fanclub, Hashtag. Marco Schmidt, das ist echt. Aber Chris hat sie doch heute mal gewinnen lassen. Das macht er immer so, echter Gentleman. Ja, ne? Um die Rassen bieten ist vielleicht eine Möglichkeit. Ja, aber dann über die. Aber dann müssen natürlich alle Spieler die Rassen auch wirklich gut kennen, ne? Ja, aber dann muss man doch gucken, welche Rassen für die Planetenaufstellung, die man gerade gemacht hat, natürlich. Raussuchen. Und dann darum. Machst du hier einen enormen Pre-Game-Anteil? Ja, also, ja, Draft. Also, nicht Spiel, so weit würde ich nicht gehen, Gottes Willen. Nein, also ich fand das auf jeden Fall wesentlich besser. Lief ja auch. Na, gut. Als das letzte Mal. Ja, ja das letzte Mal. Weil ich da wirklich mir wie ein Ochs vom Berg stand. Ja, klar. Ja. Na, das war für die Kunden überhaupt nicht. Ja, nee, wie gesagt, ich will auch gar nicht rumjaulen. Es ging nur darum, MEB hatte gefragt, wie wir das einschätzen mit diesem Zufallsfaktor, von dem wir letztes Mal ja auch gesprochen haben. Und ich finde, dass der durchaus da ist. Weil das durch die enorm hohe Variabilität einfach in die eine oder andere Richtung schwenken kann am Anfang. Gleich am Anfang. Kann ja mit Siegpunkten bieten. Ja, das geht natürlich. Ne? Also das ist vielleicht echt eine Maßnahme. Aber wie gesagt, dann musst du halt wirklich auch im Endeffekt brauchst du sowieso, um das Spiel erfolgreich zu spielen, musst du halt im Grunde eine Runde haben, die auf dem gleichen Level ist. Ne? Da ist noch einer. Christoph, muss mir über den Weg laufen, geht eine Runde auf mich, weil ich immer so garstig bin. Ich nehme mich beim Wort, Marco, auf jeden Fall. Aber ich kann das ab, alles gut. Ich weiß ja, das kommt von Merlin-Fans. Ein Absacker. Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Schon. Morgen arbeiten. Morgen arbeiten, wir haben jetzt gegessen und Quacksalber von Quedlinburg. Ich hoffe doch auf den Absacker. Es war einfach ein Absacker sehen. Aber ich glaube tatsächlich, wir sind ja Dienstag schon wieder da. Oder wir wollen mal einen Absacker spielen. Ich weiß nicht, wie viel Uhr wir haben. 20 nach 10. 20 nach 10. Ich glaube, da schaffen wir nicht mehr viel. Fällt dir was ein? Steamrollers. Nein.
Versuch, was wird. Ja, Dings müsstest du auch lesen. Das dritte Penny Papers. Ja. Nation's Dice Game. Nee, das dauert zu lange. Das dauert, glaube ich, jetzt tatsächlich noch zu lange jetzt. Ganz schön clever habe ich noch nicht gespielt. Dann müsste ich jetzt mal eben, das habe ich noch nicht auf dem Schirm. Liegt immer noch in Folie. Ja, was tatsächlich schnell geht, ist Sheep and Thieves. Ohne Sheep and Thieves. Kriegst du das noch hin? Einigermaßen, glaube ich. Ja, hol ich das gut. Weil da muss man nicht viel aufbauen. Das ist... Eight Minute Empire haben wir nicht. Leider nicht. Das würde schnell gehen. Das dauert aber in der Regel eher 13 Minuten als 8. Aber ich hole mal eben Sheep and Thieves. Wenn ich unterwegs mache, was einfällt, bringe ich das auch. Nee. Schuschu. Ja, dann besorg doch mal das 13 Minuten auf Deutsch. Von Frosted, das ist noch gar nicht raus auf Deutsch. Ach, das ist noch gar nicht auf Deutsch raus. Ja, dann besorgst du das, wenn das auf Deutsch da ist. Und das soll wirklich nur 13 Minuten gehen. Was, 13 ja, Minutes? 13 Minutes ungefähr, ja. Ja. Und Eight Man Empire auch so in dem Dreh. Aber das solltest du mal aus, das solltest du mal auspacken. Das ist ganz schön clever, echt nett das Ganze. Eventuell was für Dienstag nebenbei oder so. Ja, das werde ich mal machen. Das ist auf jeden Fall. Jochen hat es mir auch schon empfohlen, ne? Der mag das auch. MB mag es auch. Hu mit einem Logo. Die Spiele-Dinos. Hi, moin. Hallo. Würfelland finden wir cool. Würfelland mochten wir auch. Ne, Ellie nicht so. Nee. Ellie mocht es nicht so, stimmt. Ellie ist kein Roll and Ride-Fan. Nee, Würfelland, also ich habe es wirklich oft gespielt, Würfelland. Mochte ich. Mochte ich wirklich. Dann spielen wir das mal. Ich lag auch lange nicht auf dem Tisch. Nee. Ja, das ist mein Absacker Nummer 1. Dann erklären wir dir nochmal eben. hier bei dem Driften, das war glaube ich... Das ist gesperrt. So, es gibt 3 Runden. Wir draften. Ich meine 5 Karten, ne? Und dann gibt es 4 Kartenphasen, in denen du auslegst. Und wir spielen mit Missionen, ne? Könnte dich Eddie bei ordentlich abziehen. Dann spielen wir das nicht. Moment, jetzt habe ich es kapiert. Huhu mit neuem Logo, die Spiele-Dinos. Ach ja, das ist Angelo, hallo. Hättest du mir da mal helfen können? Ja, klar. Ich habe das heute ja. Gar nicht mehr... Ja, weil jetzt hat ich habe das mal zu viert gespielt, Melli und ich, da bin ich drauf gekommen. Sehr cool, jetzt haben wir es. Ich sag mal hallo, irgendwie, ja, cool, sehr gut. Ich habe noch kein Würfelspiel gesehen, das mich überzeugt hat. Vielleicht ist Istanbul das Würfelspiel, aber irgendwie bezweifle ich es. Es gibt wirklich gute ja, Würfelspiele. Nation
Nations Dice Game ist toll. Wäre jetzt ein bisschen lang gewesen, tatsächlich. Aber das ist ein tolles Spiel. Nations Dice Game, super. Ach, schon. Das ist nicht Maschmi. Da heißt es nur genauso. Ältere Zeichen, auch super. Auch ein tolles Spiel. Wollte ich gerade sagen, Maschmi ist Marco Schmidt und Markus Schmitz. Und Markus Schmitz. Nee, Marco Schmidt und Markus Schmitz. Noch näher. Ja, so. So. Deine Mission. Meine Mission. Jetzt kriege ich wieder 5 Karten. Hat Multiplayer Solo. Nächstes Dice Game meinst du? Ich brauche ja, aber so, macht durchaus Spaß, finde ich. Ich finde das gut. Yeah. So. 5 Karten bitte. Ja. Dann draften wir. Da gibt es auch schon ein Schaf drauf, ne? 8, 9, 10. Achso. Ich weiß jetzt nicht, ob dein Tableau. Mal gucken. So vielleicht. Ich habe einen Fuchs. Ein Elder Sign Multiplayer so. Ja, aber das ist ja durch den Koop-Aspekt ist das ja ganz witzig gemacht, finde ich eigentlich. Das macht schon viel Laune. Und gerade mit den Erweiterungen jetzt, wo das so. So ein bisschen so Story reinbringt. Schon gut. Nations ist super, ja. Auch das Brettspiel mag ich, Nations. Und ich finde tatsächlich, man kann beides haben. Nations und Through the Ages sind unterschiedlich genug. Ich reagiere mal auf Maschmi, auch wenn es ein anderer ist. Ich habe von Nations nur gehört. Das ist echt gut. Das spielt nur noch als App. Die App ist auch toll. Funktioniert klasse. Dem Hund doch immer bewegen, ne? Ja, genau. Kannst du die ein Feld bewegen. Sinnig. Behalte jetzt beide oder wenn die da trotzdem jetzt noch getauscht? Ja, ne? Mhm. Okay. Wir hatten gestern Saloon-Tycoon auf dem Tisch. Tolles Thema, spielerisch, aber eher Familienspiel kann man aber mal mit mal spielen. Besser ist halt cool. Robert, mach's gut. Hallo. Saloon-Tycoon habe ich mal von gehört, noch nie gespielt. Gesehen habe ich es mal. Also ich glaube, Hunter und Kron habe ich da mal ein Video von gesehen. Kann das? Bei Würfelspielen bin ich so kritisch wie Ellie bei Mehrheitsspielen. Okay. Das Boardgame ist mir zu viel Excel the Game. Dann magst du auch Through the Ages nicht? Was ist ja noch mehr eigentlich? Übrigens kam Torres bei meiner neuen Spielrunde echt gut an. Keine Ahnung, wieso das zig Jahre im Giftschrank war. Bei uns ist es im Giftschrank. Da bleibt's. Mhm. Da bleibt's. Mädel. Okay, wer fängt an? Der Startspieler, ne? Soll ich? Mhm. Oh, Schuschu. Ich würde sagen, Abflug. Through the Ages mag ich lieber. Ist ja auch irgendwo das bessere Spiel, aber ich mag Nations trotzdem, muss ich sagen. Deine ganz App? Gerne. Können wir auch machen.
Ton diesmal. Ja. Warte. Eddie. Gut. Auch To the Edges Board Game ist schon eine echt große Kunst. Ja, dann fangen wir schon mit dem hier an. Dürfte der jetzt da nach unten raus zeigen, darf der, ne? Ja. Ah, da gibt's. Nee, gibt's nicht. So. Dann würde ich den Fuchs gerne hier hinsetzen. An runter. Ach, klar, weil waren ja mal beide. Mhm. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Schwarz? Das ist jetzt Sheep and Thief. Letztes Jahr bei Pegasus erschienen. Ich muss anbauen, ne? Ich darf die nicht irgendwo hier hinlegen. Nein. Ah, da habe ich nämlich Käse gemacht. Okay. Dann spiele ich die Fuchskarte und. Okay. Gut, das war's schon. Drei. Zwei behält man doch immer übrig. Eine. Eine. Okay. Oder? Vier Kartenphasen spielst du, also vier Karten platzierst du in dieser Runde. Okay, wo habe ich denn jetzt die anderen hingelegt? Oder hast du die schon weggenommen? Achso? Ah, nee, Quatsch, die liegen ja da. Ja. Ja. Ach, das ist ja ärgerlich jetzt. Ne? Ach doch, das geht. Du bist dran, du bist auch spielen, du bist dran, das ist jetzt gar nicht spielen. Ja. Ja, das ist natürlich doof. Ach nee, die muss ich irgendwo anlegen, ne? Ja. Ja. So. Ganz schön clever, kann man auf der Schmidt-Spieler-Seite ganz schön solo spielen, hat mir das bescheidene Deutschland-Spielertraining gemacht. Ah, stimmt, das habe ich auch schon mal gehört, da müsste ich mal hingehen, glaube ich, das kannst du zumindest mal antesten da. Und hab dann direkt die Regeln drauf oder so. Flüsse durften auch nicht irgendwo. Die Flussregel nochmal. Ah, die Flussregel nochmal. Ja, weil ich dachte, ich mal ganz genau. Und hätte ich nachher wieder der falsch erklärt hat. Also Flüsse dürfen, die dürfen, glaube ich, einfach so, aber die dürfen nicht auf Wiesen enden. Mhm. Ein Fluss darf in eine Stadt fließen, ob sie den Rand des, da sie den Rand des Landschafts planen. So, Flüsse dürfen, müssen fortgesetzt werden, dürfen an ein bereits ausliegendes Flussende angrenzen oder an ein freies Feld angrenzen oder an den Rand des Spielplans. Also dürfen nicht einfach so ins Leere laufen. Gut. Und bei der Wertung sind Flüsse, ich glaube, die brachten ein bisschen mehr, ne? Flusswertung. Ja, die addierten sich irgendwie. Ja, genau. Gut, dann muss ich das nicht so machen. Und ja. So. Gut, wird gucken. So, das ging, ne? Das durfte. Ja, das geht. Und ich kriege arge Probleme, Wege zu bauen. Ja, ja. Und ein Schaf. Okay. Gut. Runde 2. Jetzt würden wir andersrum draften, aber zu zweit ist das sinnfrei.
Mashmi. Hallo. Hi. Das ist The Real Mashmi. Moment, was habe ich verpasst? Was liegt Dienstag an? Noch gar nichts Festes. Also wir werden Dienstag auf jeden Fall in Nahaufnahme ein bisschen klippen. Es sind noch 20 Folgen. Ich habe meinen Combat Commander Stalingrad Pack fertig. Und behielt man die jetzt? Ja. Kannst aber wieder mit wegdraften. Also deswegen bekommen wir noch 4, ne? Ja. Und jetzt kriege ich nur 3. Wird durcheinander, ne? So, 4. Danke. Und ich habe jetzt auch 5, ne? Und ansonsten ist noch nichts fest für Dienstag. Also, ja. Es ist ja offen. Also, ob es jetzt ein Spiel gibt, also ich weiß nicht, ob ich ein neues Spiel habe bis dahin, das kann ich echt nicht sagen. Kann auch gut sein, dass nicht. Aber, einfach schnacken oder Solo spielen oder ihr habt eine Idee. Alles ist offen am Dienstag. Ne? Mhm. Jetzt muss ich mir einen Zug machen. Also Quatsch, kein Zug, sondern hier. Eldritch? Am Dienstag? Nee. Also, wir machen ja kein großes Liveplay Dienstag. Dienstag geht es ja hauptsächlich wirklich um Schnacken, Talken, was auch immer. Wir haben auch mal Gäste, auch in Planung für Juli. Da wird es aber über Skype laufen. Schon gesagt, Dienstag ist ein doofer Termin. Ja, das, du hast es ein, zwei Mal gesagt. Aber es ist leider echt das Einzige, was geht. Nee. Eine müsste ich kriegen. Du hast irgendwie viel zu viele Karten liegen. Da liegen ja schon 4, 5. Ja, die ich jetzt geben wollte. Dann habe ich 5. Und du hast jetzt 6. Doch, also zu viel. Also vor. Die Sache ist top. Ehrlich, ich habe es ja nochmal probiert. Wir werden keine Freunde. Nee, schafft er nicht. Ja, Floppy mag es auch nicht zum Beispiel. Also, ich finde Ehrlich eigentlich ganz cool. So, ich glaube, du fängst an. Wesentlich, ne? Besser als. Ja. Wesentlich besser als. Sag schnell. Arkham Horror. Ah, oh nein. Die dürfen auch auf den Kopf fliegen, ne? Mhm. Das war egal. Das schaffe bewegen, wenn du möchtest. Hab ich. Das da rein. Ein Schaf darf ich bewegen. Das würde aber hier nichts mehr. Nein. Wie war das mit dem Passen? Das geht nicht. So einfach. Ja, aber ich kriege ihn nicht angelegt. Weil auf Fuchs darfst du nicht legen. Doch. Nein. Ist es gesperrt, das Feld? Das Feld ist gesperrt.
Das war mir nicht klar. Stimmt. Blockiert. Alles klar, das war mir gar nicht ganz klar mehr. So, und wenn du sagst, dass die nicht irgendwo hinfließen dürfen und sollen und das kann sage ich gerade nichts machen. Wenn Fluss. Kannst hier nichts anlegen? Der würde hier reinfließen? Ja. Das geht nicht. Der genauso? Stimmt. Und der nicht? Hier nicht? Das war heftig. Das hatte ich jetzt auch noch nicht. Cholera ist auch wesentlich besser als die Pest. Das ist ein schönes Leben, wenn man spielen muss. Man hat es nicht leicht. Ja, ja. Tim Schicki. Hi. Zurück von der Depri-Fanmeile. Und jetzt zugucken, das ist entspannt. Spielt dann auch noch was. Nee, das ist schon das Spiel danach. Danach machen wir nichts mehr. Doch. Es darf rausfließen. Wenn du eine Karte legst, müssen diese fortgesetzt werden. Dürfen diese. Ich spiele schon Absackern, hast du auch Regelfragen. Ja, ist mir jetzt auch noch nie passiert. Nee, haben wir noch nicht die Situation. Schlecht gedraftet. Also ein Fluss darf raus. Ja. Das ist jetzt egal. Oder darfst du in dem Fall vielleicht irgendwo liegen? Also ein Fluss darf in die Stadt fließen. Das ist klar. Im Spiel zu zweit spielt ihr 4 eurer 6 Karten aus. Ja, 4 spielen wir. Ja, haben wir. Danach spielen sie noch Quacksalber, das wissen sie noch nicht. Fusche bereitet alles vor, die Arbeit für uns. Ja, ja, ja. Nee. Wenn du 3 Legeregeln keine Karte legen kannst, darfst du nicht passen. Du musst eine Karte legen. Wähle eine deiner Karten und lege sie mit der Rückseite nach oben auf deinen Plan. Dabei darfst du ausnahmsweise Regel 2 ignorieren. Im weiteren Verlauf gilt diese Karte wie eine Landschaftskarte, ohne Wege, ohne Flüsse. Du musst diese Karte regelgerecht anlegen. Okay, böse. Okay, also umdrehen und dann setzen wir die mal dahin. Ob das so gut ist, naja, egal. Ich nehme die hier, setze da ein Schaf drauf und setze das direkt hier hin. Ja, ich habe da echt Bock, Mist. Ich kann nicht. Vor allen Dingen kann ich gleich überhaupt nicht mehr. Na doch, okay. Ich kann Wege. Wege dürfen, ja. Ellie ist völlig fertig von Dragon Project, glaube ich. Okay.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elvis wäre schon okay, oder Through the Ages oder so, lockt den auch gut, wenn Ellie keine Lust hat. Through the Ages, jetzt? Dienstag? Nee. Aber nee. Dienstag wollen wir ja nicht spielen. Dienstag wollen wir ja nicht live spielen, groß. Das ist ja Schnacktag. Ich habe wieder nur 4 Karten übrigens, ne? Ja, die fünfte. Die fünfte zählt doch damit hin. Nee, 5 musst du mir geben. 6 Karten haben wir insgesamt. Alles gut. Macht schon so. Way of the Panda, bei mir ist übrigens Way of the Panda angekommen. Ich hätte groß Lust, das mal einzupacken und mit euch in Bremen zu spielen. Wenn ich gerade WM wäre, kann ich das vorher wahrscheinlich gar nicht spielen. Ja, das können wir gerne mal was ausmachen. Und das soll hoffentlich auch noch kommen. Und da habe ich auf jeden Fall Lust zu dem Spiel. Da würde ich mich freuen, klar. Wieso habe ich ihn jetzt schon wieder nur? Du kannst nicht. Irgendwas läuft hier. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten. Alles richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann ich mir gerade nicht erklären. Man darf doch nur 5 Karten haben, oder? 6 hast du. Und davon spielst du 4. Das haben wir in der zweiten Runde, glaube ich, falsch gemacht. Aber das verstehe ich gerade nicht. Nee. Aber du hast jetzt, damit zusammen hättest du jetzt 6. Ja. Ja. Nicht meine Schuld. Okay, letzte Runde. Mhm. Und ich war Start. Nee, du bist Startspieler, weil. So, ich darf aber jetzt das hier überall anlegen. Das möchte ich gerne hier anlegen. So. Mhm. Ich möchte das hier anlegen. Das möchte ich gerne. Anlegen. Ja, was ist denn jetzt hier unten die Stadt? Zählen beide Ecken für die Stadt? Ja. Wenn du irgendwie nee, das hier, ne? Nee, das die Brücke hier. Oder die? Aber du musst von oben eine Linie durch haben, ne? Hast du ja nicht. Von da aus musst du. Du kommst ja nicht mehr hin. Ach so. Alles klar, schaffst du hier so. So, guck mal, hier. Mhm. Achso, scharf draufsetzen. Guck. Mhm. Da. So. Ja, ich weiß nicht, was. Da ist nichts drauf. Okay. Hast du vorgelegt. Es gibt noch kein deutschsprachiges Erklärvideo bei YouTube. Ja, ich hoffe, wir haben es bald hier, das Way of the Panda. Auf jeden Fall was, wo ich echt Lust drauf habe. Das habe ich auch schon gesagt, ne? Sag schon mal, so schön, dass ihr noch bei guter Laune seid. Ich bin bedient für heute. Echt? Nehmt ihr das so mit? Du bist dran. Ich habe 4 Karten, du hast 4 Karten, ja. Dahin gehe ich. Dankeschön. Komm hier wenigstens mal raus. Es war ein reiner Freundschaftsdienst. Oder auch nicht. Es fließt ja auch noch in eine andere Richtung. Läuft. Ihr seid echt richtig fertig mit dem Spiel. Okay. Das. Warum sind alles bedient, weil Chris verloren hat? Ja, ich glaube auch. Mexiko war ja nur echt klar besser. Ne? Ja, bleibt nichts. Ich muss passen. Oh, Schatz. Es tut mir leid. Also weh sogar ein bisschen. Ne? Mm. Ja, ich
Okay. Das war's. Die letzte jetzt nicht mehr legen müssen, dann spielst du zu Ende. Mhm. Zwei bleiben über. Ja, okay. Die letzte gepasst, aber es ist egal. Also pass auf, ich soll ich mal zusammenrechnen zuerst? Mhm. Ich habe Schafe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 Punkte. Dann habe ich angeschlossen diese Stadt. Mhm. Macht 10 Punkte, macht 17 Punkte. Dann habe ich diesen Fluss. Fluss, wenn das kein 1, 2, 3. Also, mit nur der längste oder beide? Nee, nur der längste, glaube ich. Jeder Fluss. 5 macht 22. Mhm. Und das hier sind 3 Punkte, macht 25. Plus die meisten Hunde, die habe ich auch. Ja. Mhm. Macht nochmal 5 oben drauf. 32 Punkte. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fluss habe ich keinen. Angeschlossen sind die hier, sind 12. Und nochmal, wer die meisten Schafe unten hat, das bin, glaube ich, ich. Bekomme ich nochmal 5, sind 17 Punkte. 17 zu 27. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und da Sheep and Thief mindestens so komplex ist wie Gaia Project, ja, genau, ist das jetzt vollkommen kompensiert hier. Das reicht für 3 Wochen. Ich habe gewonnen. Das trage ich sofort ein. Zweimal. Eins der besten Absackerspiele. Es ist wirklich schnell aufgebaut. Und man kann Fehler machen. Man kann Fehler machen. Ich finde schade, dass es damals nichts bekommen hat, voriges Jahr. Damit kann dementsprechend keine Erweiterungen erschienen, ja, sind. Ja. Es ist interaktiv. Ja, ich mag es auch. Das ist toll. So, eingedingst. Eingedingst. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Sind ja nur noch 2 Spiele. Bis die WM vorbei ist, dann können wir Wave of the Panda spielen. Okay. Ist gemein. Aber ich muss ja zugeben, ich habe auch gesagt, ich guck's mir an, kein Interesse. Aber geguckt haben wir dann aber trotzdem. Ne? Auch wenn wir in der zweiten Halbzeit ehrlich gesagt weggelegt sind. Glückwunsch, Chris, dass wir diesen Moment miterleben dürfen. Marco Schmidt. Ich glaube, Marco Schmidt immer dieses Merlin-Review übel. So, jetzt würde ich aber tatsächlich sagen, an dieser Stelle streichen wir die Segel. Ja. Sagen auch mal gute Nacht. Unglaublich. Tino, jetzt du nicht auch noch. Gaia Project hat auch, wenn überhaupt, sau viel gewonnen. Okay, Angelo und Melli, gute, ja, Nacht. Gute Nacht. Danke fürs Reingucken. Bedient, aber nicht wegen der Gurkentruhe bei der WM heute, oder? Das Thema ist nochmal ein paar Tage aktuell, dann ist für dieses Jahr zum Glück erledigt. Ja, das bringt mich jetzt auch echt nicht aus dem Rennen, überhaupt nicht. Das ist mir sogar egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich werde es wahrscheinlich gucken, wenn sie spielen, aber das habe ich heute gesehen, dass wir es dann irgendwie doch gucken. Ne? Mhm. Aber Tim Schicki, bis Dienstag. Gute Nacht. Reverend auch, bis, ja, Dienstag. Wir sehen uns beim Klippen. Ich wünsche euch dann eine gute Nacht. Grüße an alle. Grüße an Shushu. Ja, ciao. Gute Nacht. Ach, gute Nacht. MB, tut mir leid, dass du spielen musst Dienstag. Aber ja, ja, das ist echt traurig. Aber wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir machen ja nächste Woche vielleicht Samstag und Sonntag. Na, vielleicht gibt es Samstag schon was. Und Sonntag, ja, sowieso. Freitag wahrscheinlich nicht. Kommt gut in die neue Woche. Ebenfalls. Ja, ihr auch. Schönen Gruß nach Munster, gute Nacht. Sascha, mach es gut. Maschmi, auf Wiedersehen. Gute Nacht und danke. Danke an euch, ja, alle. War wieder ein schöner Abend. Großartig, es hat einfach wieder Laune gemacht. 2 gute Spiele. Ja. Also bei Sheep and Thief. Da musst du dich ja im Gegensatz zu Gaia Project richtig anstrengen, dass das läuft. Ne? Mhm. Und ja. Alles klar, dann sag ich.
Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. Tschüss. Ja, danke auch an euch. Echt.